ist es soweit. GWF Chaos City. Heute habe ich den Kampf, den ich wollte. Und nach meinem Sieg werde ich GWF Heavyweight Champion. Es gibt keine Gegner mehr für uns. Wir haben sie alle besiegt. Die Lions sind Geschichte. VIP. Heute ist der Tag der Abrechnung. Eine Frage bleibt. Sehen meine Haare gut aus? Oh yeah. Die Befreiung der GWF ist im vollen Gange. Meine Armee ist bereit. Ich bin bereit. Dieses eine Mal. Mädels, ihr seid dran. Voy a ser el mejor Berlin Champion de toda la historia, Orlando Silva. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für Chaos City? Die German Wrestling Federation präsentiert Chaos City aus dem Huxleys Neue Welt in Berlin. Mein Name ist Valandi Zanti, an meiner Seite Ingo Vollenberg. Willkommen in der Stadt, willkommen im Chaos. Berlin versinkt. Ingo, genau. Wir sind mittendrin, Valandi. Die Stadt, die Hauptstadt versinkt im Chaos und der erste Mann, der auf dem Weg zum Ring ist, ist Fabius Titus. Im Nebel mit seinen Leuchtsticks. Sprecher Olaf Heiden hat es natürlich dementsprechend zelebriert. Fabius Titus frisch aus Deutschland sucht den Superstar wieder hier bei der German Wrestling Federation. Und die Fans freuen sich, dass er wieder zurück ist. Es beginnt wieder eine Party. Ja, sie lieben ihn natürlich. Und seine Party für 2016 startet gerade erst. Er war kurz in Amerika, ist mal rüber gejettet, hat die Kollegen in den USA besucht. Und jetzt ist er zurück. Er ist bei Chaos City und auch dieser Mann kann eine Menge Chaos verbreiten, Valandi. Bevor das Match startet, bevor sein Gegner zum Ring kommt, Ingo, was erwartet uns heute noch? Wir haben heute das große Debüt, nee, nicht Debüt, sondern die Rückkehr von Wessner. Sie hat im Jahr 2011 ihre Karriere beendet und für ein einziges Match, für den heutigen Abend bei Chaos City, wird sie zurückkehren in einem Chaos City Tag Team Match an der Seite von Blue Nikita. One more time. Wessner nach 6 Jahren im Ring. Wessner, Blue Nikita gegen Chad Shit Get Banged. Ich bin gespannt. Während die Zuschauer sich an den Leuchtsticks erfreuen, kommt hier der Gegner des Sängers, der Tänzer, der neue Mann bei der German Wrestling Federation, Viktor Maximov aus der Ukraine, aber they call him Johnny. Und an seiner Seite Lori Bloom, auch bekannt aus dem GWF Event Check. Sie tanzen hier ins Huxleys rein. Ich merke schon, du bist begeistert, nicht wahr? Völlig, völlig. Ja. Ich finde... Kannst du tanzen? Ja, ich habe den Goldstar-Kurs, Valandi. Ich habe den Goldstar-Kurs abgeschlossen. Aha. Ja, sagt dir nichts, ne? Ja, kein Stück. Ja. Kein Stück. Ja. Johnny Viktor Maximov, er hat sein Debüt gefeiert vergangenen Monat gegen Vicious Impact Power VIP. Da war er nicht ganz erfolgreich, aber er hat sich von einer neuen Seite präsentiert. Ein Ukrainer, der auf diesen, wie will ich sagen, US-Hollywood-Schnickschnack steht. Ja. Also aus den östlichen Regionen, aber er steht auf die westliche 60s-Kultur. Das hat ihn geprägt. Ist das 60s?
Ja, 50s, 60s. Ich habe keine Ahnung, du musst mich auch. Du hast gesagt, du kannst tanzen. Du hast dich in die Bredouille gebracht. Ja, ja. Ja, es gibt Rock'n'Roll, es gibt Lindy Hop. In Berlin auch alles richtig groß. Also da gibt es eine absolute Subkultur hier mitten in der Hauptstadt. Die im Chaos versinkt. Ja, und auch Olaf Heiden kann tanzen. Alles. Beim Radio natürlich auch aktiv. Unser Olaf Heiden als Jürgen Kerbel. 104.RTL Radio. 104.6. Ja. Um ganz genau zu sein. Ach Mann, wenn ich meine Werbung vernünftig könnte. So, das Match beginnt auf jeden Fall. Ja, Tänzer gegen Tänzer. Ja. Das Eröffnungsmatch bei Chaos City, es geht los. Hinten wunderbar auf der großen Leinwand zu sehen. Das passt natürlich auch hier im Huxleys. Immer wieder was Neues, was wir bei der German Wrestling Federation sehen. Viktor Maximow, man nennt ihn auch Johnny oder er möchte Johnny genannt werden. Allerdings ist das Publikum im Moment auf der Seite von Fabs. Den Mann, den man Fabs nennt. Den Mann, den man Fabs nennt. Den Mann, der Fabius Titus, wir nennen ihn gerne Fabs oder Fabster. Und hervorragender Wrestler, was er an Größe nicht hat, macht er mit Ringübersicht wieder wett. Und durch Kampfgeist, das muss man auch ganz klar sagen. Er ist einer derjenigen, die immer wieder sich zurückfighten in so einem Match hier. Wunderbar direkt. Multi-Nip-Up und direkt Dropkick. Ja, schön gemacht. Und Johnny, der lehnt sich ein bisschen zurück und man sieht im Gesicht, okay, mir ist klar, der Junge kann was. Ja, das ist ja nun klar, dass Fabius Titus was kann, dass Johnny auch was kann. Es ist halt gerade bei so einer großen Veranstaltung wichtig, nicht ins offene Messer zu laufen. Das Publikum ist noch nicht ganz so, sagen wir mal, heiß. Man muss sie auf seine Seite wirklich ziehen und damit muss man auch in diesem Match umgehen. Hier wunderbar von Johnny, er befreit sich tanzend quasi aus dieser Aktion. Und da hört man direkt, da sind die Rufe im Publikum ein bisschen heller, ja, die Stimmen. Heller? Ja, ein bisschen heller, also die weiblichen Fans. Der Östrogenspiegel ist stark. Ja, ich glaube, da kommt Johnny gut an, auch mit seiner Lori zusammen. Er hat ja auch einen schönen, ja, das ist halt wirklich auch so dieser Retro-Lindy-Hop-Style, der was? Sehr beliebt ist. Ja, weil dann google das mal. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Wie soll ich das denn googeln, Ingo? Lilly Hops, das klingt für mich wie Lolli. Und im Ring geht es aber dafür umso heftiger zur Sache. Fabius Titus, ich würde mal sagen, derjenige, der ein bisschen erfahrener in großen Matches ist gegen Viktor Maximow. Aber der fängt sich hier gut ab. Und dann kommt die Clothesline am Boden liegenden Fabius Titus. Ja, Diving Clothesline direkt und direkt mal ein Suplex hinterher. Stimmt, ich darf ja Moves hier nennen, das stimmt ja. Das Cover 1, nur bis 1, Fabius Titus kommt raus. Ja, Johnny. Und der Hammer, man kennt ja eigentlich so als Polish Hammer, ja, ukrainischer Hammer, ja, in dem den Sinne zeigt er gerne. Ja, das genau, von Ivan Kiev, von Ivan Kolov. Oh, da habe ich jetzt, was war da denn los? Da? Ivan Kiev natürlich am heutigen Abend zu sehen, die ukrainische Schlange, er trifft auf Crazy Sexy Mike in einem Non-Title-Match. Es war eine lange Diskussion, die uns dahin geführt hat, aber Mike gibt ihm die Chance, sollte Ivan heute gewinnen, bekommt er seinen großen Kampf um den GWF Heavyweight Title. Ansonsten sehen wir natürlich endlich das Aufeinandertreffen von Cash Money Erkan und VIP zum ersten Mal im Ring miteinander. Ja, Zeit für Rache, hat Erkan gesagt, genauso VIP. Die beiden Männer sind sich überhaupt nicht grün, wir sind gespannt. Währenddessen zelebriert das Publikum hier im Huxleys die Haare von Kollegen Johnny. Und ich bleib mal jetzt auch bei Johnny, weil er ist halt der Johnny und da wird erstmal gerichtet mit Haarspray. Ja, Fabs begrüßt ihn im Ring zurück. Jetzt geht's zur Action. Close ein abgetaucht und dann Fabius Titus mit dem Single-Leg-Dropkick gegen Johnny und dadurch liegt er am Boden. Das klingt irgendwie so komisch, wenn ich immer nur Johnny sage, aber so will er genannt werden. Also ist es auch so, Lori an der Seite feuert ihren Schützling, ihren Tanzpartner auch an. Fabius Titus setzt direkt mit der nächsten Aktion nach. Er wollte einen
ja, DDT oder Neckbreaker zeigen. Johnny Irons Roll-Up. Ja, nur bis dieser Rope-Assisted Neckbreaker, den kennen wir, den zeigt er auch sehr gerne. Na, so cool ist er in dieser Situation nicht, was Fabius Titus sagt. Durchaus richtig. Und da kommt eine Serie von mehreren Leg Drops. Und jetzt, ja, greift er sich selber durch die Haare. Und da kommt der Sänger in ihm raus. Ja, die Frisur sitzt nicht nur bei jedem Wetter, sondern auch bei jedem Move. Aber 1, 2, aber nur bis 2. Ob da die Haare von Johnny noch mitmachen, wenn die Aktion weiter so auf den herabprasseln, da bin ich mir nicht sicher. Ja, die beiden sind auch ganz schön viel zu viel mit ihren Haaren beschäftigt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das würde ich nie machen. So, Victor Maximoff, Johnny in der Ringecke. Naja, die Haare nicht schön, da scheint er sich ein bisschen festzubeißen, aber Running Form in die Ringecke von Fabius Titus und er zeigt an, er will direkt das zweite Mal nachsetzen. In die Haare rein. Überfällig. Das wird Johnny gar nicht freuen. Da hat auch Haarspray von vorhin nicht geholfen. Und jetzt kommt Johnny. Wunderbar, dieser Lariat gegen Fabius Titus. Zweimal und das dritte Mal. Nein, taucht Fabs. Wunderbar, aber dafür dann die Kobashinis gegen Titus und das Cover. Aber nur bis zwei. Ja, das ist dann die ukrainische Härte, die da durchkommt. Er kommt aus einer ukrainischen Ringerschule, wo er natürlich bei der German Wrestling Federation dann stahlhart trainiert und ja, das sieht man. Ja, man sieht es, aber er tritt eben anders auf. Er scheint sich auch dabei wohlzufühlen und das ist das Wichtige und dadurch beweist er auch im Ring eine andere Intensität auf jeden Fall. Lori fiebert natürlich mit ihrem Johnny. Titus kommt an. Oh, ganz hart, ganz hart, ganz hart. Die Double Knees in den Nacken von Johnny und dann der Springboard Elbow hinterher, sehr nah an den Seilen, aber Fabius Titus hackt beide Beine an, aber nur bis zwei. Ringrichter in diesem Match ist Figo. Im Hintergrund sehen wir die zwei von den Zuschauern, wie sie aufgerichtet sind. Die habe ich mir einmal erklären lassen. Die Leuchtzwei, Ja, die meinst du. Ja. War Weltklasse. Der Zweierfinger, den finde ich besonders schön. Da haben wir übrigens wirklich eine lautstarke Fangruppe da hinten mit ihren Trommeln und ihren Schildern. Freut uns immer sehr, wenn die da sind. Jetzt wieder Rope Assistant. Kommt jetzt der Neckbreaker. Kann Titus ihn durchziehen? Ja, und er gelingt ihm. Er gelingt ihm. Vorhin hat nicht funktioniert. Das könnte jetzt schon die Entscheidung sein, wobei... Das ist zu lässig, das ist doch viel zu lässig und nur bis zwei. Er ist nicht Hulk Hogan, er ist Fabius Chris Jericho, 1, 2, aber nur genau, bis so sollte man ordentlich covern. Ja, aber das ist eben das Problem. Er hat jetzt in dieser Situation halt zu viel Zeit verloren und da hat Johnny die entscheidenden Sekunden gehabt, um nochmal Luft zu schnappen. Auf jeden Fall besser singen als ich. Er ist der Sänger, keine Frage. Na, jetzt will er über den Wolken sein. Ansatz zum Moonsault auf jeden Fall. Er ist auf dem obersten Seil. Kommt er durch? Er braucht wieder einige Zeit. High Flying Moonsault, aber ins Leere. Ins Leere. Johnny ist wieder auf dem Bein und kann jetzt seiner. Auch schön. Hier ist Johnny. Wieder will er diesen Polish Hammer ansetzen, aber Fabius Titus taucht ab, aber da kommt der Polish Hammer. Der Hammer trifft ganz genau und er packt ihn sich in den Sideslam rein. Cover! Das war's. Johnny siegreich. Großer Sieg für den Tänzer aus der Ukraine. Die entscheidende Situation kam zum Ende. Er wollte den Polish Hammer zeigen. Beim ersten Mal konnte Fabius Titus ausweichen. Jedoch als der durchkam, ist Fabius Titus mehr oder weniger in diesen Side Effect Side Slam reingelaufen. Und dadurch hat sich Johnny den Sieg gesichert. Titus will es nicht glauben, aber er hat es im Opening nicht geschafft und Johnny feiert sich dafür.
das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst? Zwei Clowns gegen zwei Psychopathen sollen eine Chance haben? Zwei Häschen gegen zwei Pitbulls sollen eine Chance haben? Jungs, wir werden euch zerfleischen. Wir werden euch vernichten. Wir werden euch verletzen. Zeit für den Purple Star Circus. Die Clowns kommen in die Manege. Slinky und Slim Jim. Sag mal, Kollege Matchmaker, habe ich mich da gerade verhört? Zuschauer amüsieren sich übrigens über das neue Outfit von Slinky. Es wundert mich. Wundert mich, absolut. Hast du überhört? Wo hast du überhört? Das ist ein Tag Team Titelmatch? Das ist ein Tag Team Titelmatch. Wer ist ein Matchmaker bei der GWF? Ja. Was ist denn da los? Moment, wir hatten ein Qualifying Match. Das Problem ist, es gibt nicht mehr so viele Teams in der German Wrestling Federation aktuell, die Chaos und Körperverletzung noch nicht gegenüberstanden. Und nachdem Chaos und Körperverletzung zweimal legitim die Young Lions besiegt haben, ja, jetzt bleibt das da, Moment, der Purple Star Circus, ja, was soll ich sagen, Star Circus, Purple, ja, wie auch immer. Genau, auf jeden Fall haben sie ein Match in der Pre-Show vom zweiten Global Running Tag gewonnen. Gegen zwei Männer, die jetzt vom Rambo wohl rekrutiert wurden. Das werden wir aber dann auch noch später sehen. Zu kommen. Und hier kommen die Psychopathen. Und ihre Gegner mit einem Gesamtgewicht von 171 Kilogramm. Die am tiefsten German Wrestling Federation Team Champions. Sie sind in Begleitung. Amtierenden GWF Tag Team Champions, begleitet von Ali Aslan, dem Original Flying Dragon. Wir hatten ihn bei der 20 Jahre German GWF Wrestling Veranstaltung hier im Huxleys gesehen, noch einmal aktiv im Ring. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass er noch einmal so aktiv in der GWF wird, nämlich als Manager der Tag Team Champions, und er verpasst ihnen eigentlich noch eine zusätzliche Aggressivität. Ja, beim GWF Event Check hat Ali Aslan gesagt, Ahmed Cher ist zu ihm hingekommen und er hat gesagt, die Jungs hier, die sind so außer Kontrolle, ich kann die als GWF Vizepräsident nicht mehr kontrollieren, willst du sie übernehmen? Was schon was heißen muss. Ja, genau, und er hat gesagt, Leute, denkt ihr, dass ich die beiden zähmen werde? Nein, ich nehme die Psychopathen und mache mit denen erst recht alles platt. Und der Mann hat Spaß an der Zerstörung. Ja, das ist halt so ein bisschen der Stil vom Original Flying Dragon Ali Aslan. Du hast es selber angesprochen, beim Event-Check hat er sich selbst mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Stirn wurde rot, aber er hat weitergesprochen, das hat geklatscht. Also, liebe Fans, guckt euch das gerne auf dem YouTube-Channel der German Wrestling Federation oder auf der Facebook-Seite an. Da wird es jeden Monat eine neue Ausgabe zu geben. Zu den letzten beiden Veranstaltungen gab es bereits eine und da könnt ihr euch dann auch dieses spezielle Interview von Ali Aslan dann auch nochmal ansehen. Das Wichtige dabei ist die Aussage, die er tätigt, die er auch vorher schon getätigt hat, dass kein Team Chaos und Körperverletzung aufhalten kann. Er versucht jetzt Koray aus dem Ring rauszukriegen, der will gar nicht. Und guck mal, da gibt es Hiebe gegen Koray. Und ganz ehrlich, sowas kann sich auch nur ein Ali Aslan leisten. Die Hardcore-Legende aus Berlin, der härteste Hund der Welt. Nur dieser Mann kann zwei solche Leute zähmen. Vor dem haben sie Respekt. Ich komme mir vor wie so ein Hundebesitzer, seine Tiere da schlägt. Ja, aber es ist eine sehr lange Leine auf jeden Fall, die er Cem Kaplan und Koray hier losgelassen hat. Und Cem Kaplan, was für eine Ausstrahlung er hat. Slinky ist natürlich körperlich größer als er, aber er weiß ganz genau, dass er ihm überlegen ist. Und auch diese Überlegenheit, die vermittelt auch an Ali Aslan. Oh, aber auch Slinky kann knurren.
oder was für Geräusche er da gerade gemacht hat. Und die Zunge kann er auch ausstrecken. Er sollte aufpassen. Oder prallen die Schläge an der massiven Brust der Cem Kaplan. Ihn direkt von den beiden Cem Kaplan. Ja, mit dem Unterarmschlag ans Kinn von Slinky und der ist am Boden und dem bleibt nur eins übrig, nämlich in die Doppeldeckung zu gehen. Ich weiß nicht, ob das Faustschläge waren oder nicht. Die sind natürlich nicht erlaubt. Er muss auch seinen Gegner wieder auf die Beine kommen lassen. Also Ringrichter Ronny hat da ganz genau geguckt. Er macht auch ganz klare Ansagen. Da müssen wir sagen, bei der GWF haben wir da schon mit die fähigsten Ringrichter, die man da auch bekommen kann, die konsequent sind. Und ja, viele Wechsel der amtierenden Tag Team Champions. Sie treten auf die Gegner ein und direkt wieder der Wechsel. Natürlich so eine Tag-Team-Chemie. Ja, es sind aber eben, du hast es angesprochen, viele Wechsel, sie treten auf die Gegner ein. Es sind keine attraktiven Double-Team-Moves oder so etwas, sondern sie hauen einfach mit voller Wucht. Genau, sie hauen mit voller Wucht drauf und damit langsam. Und, was hat, und Koray hat auch noch eine Krawatte um den Hals, sehr lässig gebunden. Und ja, Chaos City, alles ein bisschen legerer heute. Besser hätte ich sie nicht binden können auf jeden Fall, aber sie isolieren Slinky in dieser Situation. Ja, jetzt und da kennen wir den Chaos Rambock von Chaos und Körperverletzung. Kaplan schickt Koray in den Gegner rein, aber Slinky bleibt im Match. Die Entenpower bleibt uns erhalten. Na, noch, denn Slinky hat noch überhaupt kein Land gesehen gegen Chaos und Körperverletzung. Und du hast es angesprochen, Ingo, Chaos und Körperverletzung haben die Young Lions besiegt zweimal und hier Ali Aslan greift von außen wieder ein, freut sich, aber das ist auch der Einzige. Blickt sie den Zuschauern an, Referee Ronny hat das nicht gesehen. Ich meine, im Endeffekt, das macht nicht mehr den großen Unterschied, ob dann weiter Hieb von Koray, von Kaplan oder vom Dragon kommt. Aber jetzt... Ja, versucht sich Slinky zu befreien. Oh, schafft den Wechsel. Schön, Geist ist gegenwärtig. Er beweist manchmal unglaublich Ringübersicht, dass man ihm gar nicht so zutraut. Und Slim Jim ist drin. Ja, Slim Jim muss natürlich jetzt für seinen Partner mitarbeiten im Ring, weil der jetzt erstmal ein bisschen sich erholen muss. Aber da fängt Koray ein Clothesline mit einem Headbutt ab und dann mit einem Clothesline seinerseits gegen Slim Jim. Und den überschlägt es fast. Jetzt wieder Double-Team-Action hier angesagt. Oh, und da rammen sie Slinky vom Apron. Der hat das gar nicht kommen sehen. Ich glaube, der Begriff unkonventionell ist hier wirklich sehr passend verwendet. Und dann diese Toss-Powerbomb von Chaos und Körperverletzung. Damit haben sie auch die Young Lions besiegt. Und es genügt auch für Slim Jim und den Purple Star Circle. Totale Zerstörung, Valandi. Totale Zerstörung. Double Powerbomb ist ja wirklich ihr Parademanöver. Egal ob von unten oder von den Seilen oben, die Powerbomb, die ist so vernichtend und sie haben wirklich diese Double Team Moves, die sind nicht darauf getrimmt, dass sie gut aussehen. Du hast es gesagt, die sind darauf getrimmt, dass sie wehtun. Verletzung setzt gegen Slim Jim nach. Mit der Kette gehen sie auf Slim Jim ein und Ali Aslan sorgt dafür, dass der Ringrichter nicht dazwischen gehen kann. Das ist doch krank. Jetzt packen sie sich Slim Jim noch einmal. Noch einmal soll ihre Toss Powerbomb kommen und da geht sie durch gegen Slim Jim. Das war's, sagen sie. Ja, war's das? Das gibt's nicht. Sie wollen dafür sorgen, dass man Slim Jim nie wieder in einem GWF-Ring sieht. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Das Chaos und die Körperverletzung. Zeichen vom Ringrichter haben wir da gerade gesehen.
das berühmte X, das heißt jetzt nicht wirklich was Schönes, muss ich gerade über Ali Aslan reden. Das heißt eigentlich nur, dass eine Trage kommt und Slim Jim, das müssen wir jetzt einmal vorne wegschieben. Ja, Slim Jim muss abtransportiert werden. Was das zu bedeuten hat, können wir jetzt hier nicht abschätzen. Chaos und Körperverletzung macht wieder mal ihren Namen alle Ehre. Sie haben sowohl Slim Jim als auch Slinky attackiert. Ja, die Trage liegt zumindest für Slim Jim bereit, während Ali Aslan eigentlich nur nach Ingo schreit. Ingo ist, ja, Ingo geht auch, Ingo ist auf dem Wind. Schrei doch nicht so, schrei doch nicht so. Hallo Ali, hier bin ich am Eingang. Hallo, hier. Ali, ich wusste, dass die beiden Slim Jim und Slinky nicht die Herausforderung seid, die ihr braucht. Und deswegen haben wir uns von der Leitung, weil wir werden mit Sicherheit nicht eure Füße küssen, wir werden mit Sicherheit nicht niederknien, aber wir veranstalten am 2. April ein Tag-Team-Tournament und holen die besten Teams Europa, um die Number-One-Contender auf Chaos und Körperverletzung zu ermitteln. Dieses European Tag-Team-Tournament geht über 2 Monate und glaubt ja nicht, ihr habt alle besiegt. Es gibt so gute Teams in Europa. Wie gut die sind, das werden wir und euch alle hier zeigen. Und das hier ist Team. Das ist die Zukunft von jedem, der hier reinsteigt. Das soll jeder wissen. Und jedem aus England, Amerika, Japan. Wir vernichten alle. Ali, das werden wir noch sehen, denn das hier ist Team. Titelmatch, vor dem ersten Titelmatch des Abends. Der Berlin Champion Titel steht auf dem Spiel und der amtierende Champion, der Mann, der Chris Colan besiegt hat, ist auf dem Weg zum Ring. Orlando Silva und das Huxley steht. Und da ist direkt ein Kumpan in Maske. Maskenmänner unter sich, man bekennt da natürlich Farbe. Das Konfetti regnet herab, der Champion ist da. Aber Landi, ich muss ganz kurz drauf eingehen, ich muss ja ans Mikro gehen und Chaos und Körperverletzung, sehr, sehr unschön, wie sie Slim Jim verletzt haben. Ganz, ganz üble Aktionen gegen den Purple Star Circus, der mit Sicherheit nicht mehr so schnell zu sehen sein wird und ja, alles Gute an Slim Jim. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber wir werden am 2. April das European Tag Team Tournament haben. Und da werden die Top-Contender für die amtierenden Tag Team Champions ermittelt. Und da gibt es noch viele tolle Teams, die Schlange. Ja, so wie das Publikum hier bei Orlando Silva gerade abgeht, wollen wir natürlich jeden dazu einladen, mit uns abzugehen am 2. April 2016 in Berlin im Huxleys Neue Welt bei der Berlin Wrestling Night 34. Aber hier kommt der Gegner von Orlando Silva. Und der steht jetzt natürlich auch an. Er ist Top-Contender. Ja,
dem Kommandanten scheint aber irgendwie dem Panzer die Munition ausgegangen zu sein. Er kommt auf Krücken zum Ring. Er hat sich verletzt in seinem Match gegen Andre Trucker. Ruhe jetzt! Hey, Kommandant, rede jetzt! Ich mach Ruhe jetzt, alle! Ich werde mal eben übersetzen. Rambo ist verletzt und es wird ein Handicap-Match. Ja, aber Landi, ich werde da mal eben mit Ahmed drüber sprechen und so. Also das geht so natürlich eigentlich nicht. Moment, ich kläre das mal. Das ist ja Wahnsinn. Also Rambo ist verletzt und er schickt seinen gefreiten Richter und gefreiten Weber zum Ring und hat erklärt, dass die beiden in einem Handicap-Match, aber wohl Tornado Rules, um den Titel antreten sollen. Und Orlando Silva kann sich jetzt zumindest gegen beide einmal zur Wehr setzen. Der Kommandante schickt seine Gefreiten vor, aber die Gefreiten werden erstmal abgefangen von amtierenden Berlin Champion. Klare Ansage vom Matchmaker Ingo Vollenberg und jetzt bitte wieder zurück zu mir, denn es gelten die Tag-Team-Regeln, aber es ist ein offizielles Titelmatch um den Berlin-Champion-Titel. Ja, genau, Alani, da mussten wir mal eben hier abklären, also das geht nicht. Rambo hat mit uns abgesprochen, dass er einen Ersatz schicken darf ins Match. Ein Ersatzmann von zwei Ersatzmännern. Gar nicht sehr genau definiert, dieses Wort Ersatz, ne? Ja. Einen Ersatz, ja, über einen Ersatzmann haben wir nicht gesprochen, einen Ersatz, aber dass er bei Ersatz an zwei Männer denkt, das war uns natürlich nicht klar. Für mich ist es okay, weil es sind ja nur Gefreite, es sind ja keine Kommandanten, die hier ins Match gehen. Ich denke, das ist für Orlando eine Herausforderung, die er meistens hat. Also für dich, also bei dir ist es so, aber nicht die, Moment, für dich bedeutet also, eine Armee ist nicht so stark wie die Anzahl ihrer Soldaten, sondern eine Armee ist so stark wie wie heißt der Typ, der vorne wegmarschiert? Ich bin da nicht sehr talentiert in offiziellen Ränken. Wie der Captain, wie der Kommandante, wie Rambo in dem Fall. Oder wie die One-Man-Army, wie man hier sieht, Orlando Silva. Denn der letzte hier, Gefreiten Weber, ordentlich fliegen, Überschlag von ihm. Gefreiter Weber rollt über das Feld, wo ist der Heuballen? Denn der mexikanische, aztekische Krieger, und da passt es nämlich auch. Und die Zivilisten feiern ihn, Valade. Genau, sehr gut. Der aztekische Krieger, denn dem zollt er auch Tribut mit dem Kopfschmuck, mit dem er zum Ring kommt hier in Berlin. Setzt sich auf jeden Fall hier gut zur Wehr gegen die beiden Gefreiten. Wir müssen jetzt natürlich sagen, die Armee kämpft für Rambo. Sollte Gefreiter Weber oder Gefreiter Richter... Du hast nicht das Gefühl, wir reden sehr bildlich gerade, oder? Tendenziell. Aber es ist so. Aber es ist so. Es ist einfach so. Sollte Gefreiter Weber oder Gefreiter Richter diesen Krieg gewinnen, dann geht der Titel. Dann, wenn sie die Schlacht gewinnen. Wenn sie die Schlacht gewinnen, geht die Trophäe oder das Gold, was sie erbeuten, geht dann an den Kommandanten. Dann wird das Land an den Kommandanten übergehen, in seine Herrschaft fallen.
Genau, und, dann musst du einen Friedensvertrag aushandeln mit dem Kommandanten. Gefreiter Weber jetzt mit mehreren Schlägen, mit Vorarms, mit Uppercuts gegen Orlando Silva. Und das ist jetzt clever. Sie nutzen jetzt die Überzahlsituation gegen den amtierenden Berlin Champion. Ja, wir haben gesagt, es muss Tag Team Style sein. Es kann nicht sein, dass hier 2 gegen 1 nonstop ist. Aber jetzt ist natürlich fast 3 gegen 1. Es wird in der Ringecke der Sleeper angesetzt vom gefreiten Weber. Und Rambo stichelt da von unten. Was wir ansprechen müssen, Rambo ist ja wirklich verletzt. Ja, er hatte einen Leistenbruch. Der arme Mann ist verletzt. Genau. Also Leistenbruch erlitten, wurde operiert. Und jeder Mann, auch ein Kommandant, ist an der Leiste nun einmal anfällig. Absolut, ja, absolut. Gut. Ich wollte das nur geklärt haben. Ich versuche hier für politisches Gleichgewicht gerade zu sorgen. Völlig politisch korrekt, wie du das machst hier, Valani. Ja. Ich könnte, ich sag lieber nichts. Aber da mehrere Schläge jetzt vom Gefreiten. Solltest Diplomat werden. Ja, also, gerne. Wenn wir das nächste Mal mit Rambo verhandeln, dann werden wir dich als Diplomaten auf jeden Fall mitnehmen. Sleeper holt vom gefreiten Richter gegen Orlando Silva. Für Orlando Silva natürlich eine sehr, ja, eine ungewöhnliche Situation. Er hat sich natürlich auf Rambo durchaus vorbereitet, aber wenn man mit einem Ersatz, Achtung, nur bis 2 das Cover, dann, wenn man mit einem Ersatz rechnet, rechnet man nicht wirklich, dass ein Handicap-Match daraus entsteht, und Orlando Silva hat den Berlin Champion-Titel in einem Triple Threat-Match gewonnen, also der wird mal direkt gefordert als neuer Champion. Whip vom gefreiten Richter kommt an mit dem Vorarm. Gefreiter Weber hinterher mit den doppelten Knien extra hoch vor die Kinnlade. Achtung, da wäre es jetzt schon möglich, aber ja, vor allem, wenn das Cover durchginge, du hast es angesprochen, dann wäre Rambo El Comandante neuer Berlin Champion. Absolut, die Soldaten kämpfen für den Kommandanten. Der Titel geht an den ranghöchsten Mann. Ranghöchst natürlich auch hier im Ring der Referee, zum Glück in diesem Match Davey. Ich denke, so jemand braucht man auch für unseren Senior Ref, der hier, ja, die Kontrolle behält. Alle Senior Refs, ja? Also bitte. Herr, man sagt ja, alles ist erlaubt im Krieg und in der Liebe, aber hier im Ring nicht. Ja, und vor allem sollte man aufpassen, denn hier springt gefreiter Weber gegen gefreiter Richter. Nee, umgekehrt. Und da Orlando Silva nutzt sich das Ganze aus. Double Slingshot Footstomp gegen seinen Gegner. Und jetzt sind beide draußen. Was zeigt Orlando Silva als nächstes? Er ist nicht heraus. Er ist auf dem Apron. Schöne Ringübersicht. Somersault Plancher nach draußen. Und ja, der muss jetzt eben gegen beide gehen. Und er springt gegen Richter mit dieser, mit einem Sentence. Ja, nicht Sentence Splash. Fehlt mir das Wort. Ja, mit einem Hintern Splash. Jetzt darf ich mal endlich Moves benennen. Und ich vergesse sie. Ach du meine Güte, was ist denn da los? So. So. War natürlich ein Witz. Der Berlin Champion hält beide Männer unter Kontrolle, behält hier gut die Übersicht, gibt dem Gefreiten eine Lehrstunde. Achtung, Cover von Orlando Silva, das könnte die Titelverteidigung sein, aber lediglich bis 2. Davey zeigt es deutlich an. Rambo hinten wenig begeistert, not amused, El Comandante. Ja, was soll der Kommandante denn da jetzt glücklich sein, wenn seine beiden Gefreiten jetzt es nicht schaffen sollten, denn dadurch ist natürlich auch seine Titelchance dahin. Ansatz und Slice Bread ausgekontert und die Enchilada-Klatsche sitzt und der Freakout, Titelverteidigung, das Huxley steht, die Zivilisten feiern. Und der aztekische Krieger hat den Titel behalten. Der Berlin Title bleibt in Mexiko, ja, Valandi. Das Schlachtfeld im Huxleys hat er als Sieger. Ich bin immer noch in dieser bildlichen Sprache. Wie heißt das? Als Sieger verlassen können, natürlich. Ja, verlassen. Natürlich. So einfach ist das. Orlando Silva, kaum jemand ist so beliebt wie der Mexikaner. Ihr könnt ihn im Event-Check in der aktuellen Ausgabe sehen, in einem persönlichen Porträt im Topstar-Check. Sehr, sehr sympathischer Mann. Ich mag ihn wirklich sehr. Als er nach Global Warning zu mir hingekommen ist, hat er gesagt, dieser
Titel ist gut für mein Herz. Ja, das waren seine Worte und man konnte die Rührung in seinem Gesicht sehen. Dieser Titel bedeutet ihm unglaublich viel. Es ist ehrliche Freude bei Orlando Silva, die man auch sieht, und dieses Herz, diese Herzlichkeit, die strahlt er den GWF-Fans aus und man sieht es auch. Sie feiern mit ihm und eigentlich vom ersten Augenblick, er ist vor knapp über einem Jahr hier das erste Mal erlebt. Ein Jahr! Das hier ist sein einjähriges Jubiläum. Dieser Event hat mir vorher gesagt, er feiert heute sein einjähriges und mit einer Titelverteidigung. Könnte es denn schöner sein? Die Fans tanzen natürlich zum Jubiläum. So, Ingo, da du so viel arbeitest, finde ich, sollte ich auch mal ein bisschen arbeiten gehen und geh mal meiner alten Profession als Interviewer nach. Ja, mach das mal. Ich schaue natürlich währenddessen mal in den Ring, ob Rambo sehr zufrieden ist mit seinen beiden Gefreiten, wie die sich so geschlagen haben. Orlando Silva geht in den Backstage-Bereich, feiert dort weiter. Für den Gefreiten. Oh, da ist der Kommandant Hart. Für den will ich nicht in den Krieg ziehen. Ivan Kiev, kurz vor seinem Match gegen Crazy Sexy Mike. Ivan, du hast deine Freundin mitgebracht. Vielleicht möchtest du sie uns ganz kurz vorstellen. Ja, ich bin Elida, die Freundin von Ivan. Und bis jetzt saß ich nur im Publikum, aber heute werde ich meinen Schatz zum Ring begleiten. Okay, Ivan, ursprünglich wolltest du ein Titelmatch gegen Crazy Sexy Mike haben. Es ist jetzt ein Non-Title-Match. Falls du gewinnen solltest, bekommst du das Titelmatch um den GWF Heavyweight Champion-Titel. Wie gehst du an das Match ran? Also wenn du gewinnst, ist jetzt irgendwie der falsche Ausdruck, finde ich, weil mein Schatz wird 100 pro gewinnen, das weiß ich, und du bist bereit für dein Match, oder, ja, Baby? Ja, wir müssen auch los. Ja? Komm. Und damit ab zum Ring. Ivan Kiev auf dem Weg zum Ring. Mit neuem Theme-Song, mit neuer Freundin. Hier ist die Kiev-Section. Wir sehen die Schilder. Er hat seine Fans und er will es heute schaffen. Dies ist für ihn der magische Abend. Er muss sich jetzt beweisen. Der Einsatz ist so hoch. Eigentlich hätte er das Non-Title-Match nicht kriegen dürfen. Er hat es gekriegt. Wenn er jetzt Mike besiegt, dann bekommt er nächsten Monat am Tag des European Tag Team Tournaments sein Title-Shot. Es geht um so viel. Kann Ivan das umsetzen? Ja, und auf einmal hat es nochmal durchgesagt, hat ihn leider nochmal durchgesagt.
ganz neu dabei. Sie saß in den Zuschauern noch bis vor kurzem. Und Valandi hat sie backstage interviewt. Er kommt gerade wieder zum Pult und wir warten auf den Champion. Sexy Mike ist ohne den GWF Heavyweight Champion Titel rausgekommen. Es ist ein Non-Title-Match. Genau, Valandi, aber achte mal auf die Details. Da muss ich jetzt kurz drauf eingehen. Die hübschen Damen im Publikum, die Seven Nation Army hier vor. Ja, das ist Berlin, Herrschaften. Ja. So soll's losgehen. Und auch die Welle wird von Mike angestimmt. Ja, Frauenpower wird ganz groß geschrieben hier. Oh ja, ja, gerade heute. Die leider begleitet ihren Ivan zum Ring. Ich weiß ja nicht, was man davon halten soll, dass man die Freundin mit zum Ring schleppt. Aber gut, soll er machen, wie er will. Beim Wrestling die Freundin mitbringen. Ja, ja. Ist gewagt, ist gewagt. Genau, und ja. Teilweise sogar ein bisschen zugewagt. Vielleicht zugewagt. Wir sehen natürlich nachher die Damen, die sich in den Ring wagen. Ja. Im One More Time. Das ist was anderes. Im Chaos City Match, im Ladies Tag Team Match. Da kommen wir nachher dazu. Jetzt der erste richtig große Showdown hier bei Chaos City. Die Stadt versinkt im Chaos und in diesem Match mit Sicherheit. Denn da treffen zwei absolute Könner aufeinander. Ja, vor allem zwei Männer, die sich aus dem FF auf jeden Fall kennen. Ivan Kiev und Crazy Sexy Mike seit Jahren. Jeder hat mal ein Match gewonnen, sagen wir es so. Jeder weiß, wie der andere tickt. Ja, vor allen Dingen im Tag-Team-Bereich sind sie ja unzählige Male aufeinander getroffen. Wir erinnern uns an die Schlachten Decent Society gegen New Divine, auch bei der German Wrestling, bei German Stampede Wrestling natürlich, um die GSW Tag-Team-Titles. Und ja, jetzt hier die Respektbekundung, der Handshake von beiden. Sie wollen einen sportlich fairen Kampf. Und Ivan Kiev ist ein Sportsmann. Nichts anderes können wir sagen. Er hat Pech gehabt in den letzten Monaten, aber kann heute das... Naja, ist es Pech. Ist es Pech, wenn man eine richtige Niederlagenserie hinlegt. Ich meine, du hast es ja nur... Ja, ist die Niederlagenserie gut. Also er war ja on fire. Er hat ja 2015 durchaus einiges gewonnen. Er ist bis ins Finale vom Turnier dann gekommen, vom Valentine-Turnier. Aber als er da an Chris Cohen gescheitert ist, das war die erste Niederlage. Ja, das ist doch, nee, das ist doch völlig egal. Wenn du in Elfmeterschießen entweder 4-1 deutlich verlierst oder nach 6-5, ist beides verloren. Bei beiden wird der Gehaltscheck kleiner und er muss jetzt Erfolge einfahren. So einfach ist das. Ganz genau. Die Leistung stimmt. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Und Ivan ist eigentlich an der Spitze. Und davon mal abgesehen, muss er jetzt natürlich auch den letzten Sprung, diesen letzten Biss sich auch wieder sichern. Die Frage ist, wir haben gerade seine neue Freundin Elida draußen los gesehen. Baby, sie will einen Sieg sehen. Ja, ja, muss man tatsächlich sagen, auch zu Recht. Ja. Muss man sehen, das Publikum ist auf seiner Seite natürlich. Mike bittet ihn in den Ring zurück, hält die Seile auseinander, sportlich fair. Schöne Geste. Ja gut, Mike weiß natürlich, in dieser Situation im Match, da ist noch gar nichts in irgendeiner Form abzusehen oder es ist nichts. Es ist ja auch ein Trainer-Schüler-Match irgendwo, ne? Weil klar, Ivan Kiev ist mittlerweile längst aus den Schuhen des Schülers entwachsen. Aber hallo.
seit vielen, vielen Jahren. Aber dass die beiden den Einzelkampf gegeneinander haben, es ist Jahre her, es ist viele Jahre her, dass die beiden ein Single Match gegeneinander haben. Ja, also Ivan Kier, fast auf den Tag genau vor 10 Jahren hat er sein erstes dokumentiertes Wrestling-Match bestritten. Und das war gegen Crazy Sexy Mike, meiner Meinung nach. Ja? Also ich habe mit Mike Backstage geredet, noch einmal über das Match gegen Ivan. Und er hat mir gesagt, ja, damals im Böckler Park gegen Ivan, da kam er ganz, ganz neu. Aber schon im ersten Match gegen ihn habe ich einfach gemerkt, was dieser Junge drauf hat. Und es ist natürlich klar, dass Mike ihm auch gerne ein solches Match gewährt. Ja, aber er muss sich halt auch, er gewährt ihm das Match, aber er gewährt ihm nicht das Titelmatch. Das muss man eben auch sagen. Und jetzt am Anfang ist also das Titelmatch, das hätte ich auch nicht durchgehen lassen als Matchmaker, dass er ihm das gewährt. Jetzt hier. Es ist eine ganz andere Sache, die noch entscheidend ist. In den vergangenen Wochen, beziehungsweise in den Wochen zu diesem Match, war Crazy Sexy. Oh, da kurz. Spirenzchen hin und her. Das ist aber was ganz Neues. Das ist was ganz Neues. Du hast es angesprochen. Ivan Kiev auch mit einer anderen Musik zum Ring. Eine neue Musik, eine neue Freundin, eine neue Jacke. Eine neue Härte. Ja, und die muss er dann auch vielleicht mal jetzt nach draußen tragen, um auch die entscheidenden Siege einzufahren. Das war gar nicht mal so schlecht, sondern das war auch clever. Der Schlag mit dem Unterarm gegen Crazy Sexy Mike in der Ringecke. Ja, du hast gesehen, das Abtasten hin und her an den Armen, versuchen den Gegner unter Kontrolle zu halten und dann zack, aus dem Nichts heraus schlägt er dazu. Damit hat Mike nicht gerechnet. Achtung, Achtung, da kommt sein Pipeline, den er von unten nach oben schlägt. Das ist nicht ein typischer Clothesline, aber da kommt Ivan raus und er nennt es auch Pipeline. Das ist nicht eine Aktion, die er bringt, sondern die bringt er mehrere Male an, um zu entscheiden. Also quasi ein Multiple-Finishing-Move. Aber der wunderbare Neckbreaker von Ivan Kiev, aber nur bis 2. Die eine Sache müssen wir noch ansprechen. Crazy Sexy Mike, kurz vor dem Match, beziehungsweise die Tage zu diesem großen Kampfabend heute bei Chaos City, war angeschlagen. Er hatte einen Grippevirus. Er konnte nicht so trainieren, wie er normalerweise trainiert. Das heißt, Ivan Kiev hat hier noch einen teilweise angeschlagenen Crazy Sexy Mike. Wenn er ihn heute nicht besiegen kann und sich heute das Titelmatch nicht sichern kann, wann dann? Das ist völlig richtig. Er muss heute zuschlagen, das ist die große Chance für ihn. Wenn er heute besiegt, dann ist er wirklich völlig weg vom Fenster. Ja, und ich glaube, damit soll mit der Freundin nicht so herrlich gut gehen. Ja, ist doch klar. Ja, wieso? Ist doch logisch. Wenn man wenig gewinnt, verdient man das wieder mal den Punkt ausführen. Ja. Na, man gewinnt weniger Matches, man kriegt die Siegprämie ist nicht mehr ganz so hoch, man kann der Freundin nicht mehr ganz so viele Geschenke kaufen. Ist ja klar, dass sie dann nicht mehr da bleibt. Apropos Geschenk, meinst du, Elida hat ihm Jacke gekauft, die neue? Vielleicht hat sie ihn beraten. Ja. Sagen wir es einmal so. Auf jeden Fall aber sehr gut aus, muss man sagen. War aber auch sehr angriffslustig, als wir das Interview vorhin Backstage geführt haben. Und Ivan mit dem Cannonball in die Ringecke gegen Crazy Sexy Mike. Da ist er nämlich angriffslustig. Er will den Sieg jetzt einfahren. Das kann man. Clever von Mike. Nur in die Seile kurz gegriffen. Und das genügt. Das ist die Erfahrung von Crazy Sexy Mike. Schöne Ringübersicht vom amtierenden GWF Heavyweight Champion. Hat seinen Titel letzte Veranstaltung verteidigt bei Global Warning gegen Atsushi Aoki, gegen VIP. Der Champion trotz jeder Herausforderung. Ja, wir nehmen das so für selbstverständlich. Wir sagen Forever Young Crazy Sexy Mike. Dieser Mann wurde sein erstes Training, Wrestling-Training, hat er Anfang der 90er Jahre genossen. Und er ist seit Anfang der 90er Jahre aktiv im Ring. Er wurde von seinem Vater trainiert. Er hat mit seinem Bruder zusammen Erfolge gefeiert, europaweit. Er war auch in den USA aktiv und er weiß, wie er sich in solche Matches auch, Achtung, Cover von Ivan Kiev, wie er sich immer wieder, selbst wenn er in die Bredouille gerät, immer wieder befreien kann. Ja, der Vater der beiden natürlich, Muhammad Ali Chair. Ja, wir haben ihn bei 20 Jahren Berlin Wrestling, habe ich ihn mal vors Mikro gekriegt, kleines Interview geführt. Sehr, sehr sympathischer Mann, stolz auf seine Söhne. Er hat auch dafür gesorgt, dass die beiden das Kriegsbeil mal begraben. Schöner DDT hier von Mike, jetzt muss Ivan aufpassen. Er überschlägt es Ivan Kiev, aber nur bis 2. Vor allem, wenn es sich überschlägt, da prallt der Kopf senkrecht, fast im 90-Grad-Winkel auf den Ringboden. Und dann der ganze Körper einmal drüber, eine ganz kurze Sekunde. Da scheint es so, als ob der Körper paralysiert, aber Ivan Kiev kommt da raus.
Suplex-Ansatz von Mike, zieht ihn hoch, Vertical, aber für das Fieber, für die Schwäche, die Mike haben könnte, beweist er hier Kraft und Power. Das sollte nicht wie eine Ausrede klingen. Ja, es ist aber so, dass man körperlich, wenn man körperlich nicht bei 100% ist, dann kann der Gegner da eine Chance nutzen. Und immer wieder setzt Crazy Sexy Mike diesen Double Underhook an, aber es gelingt ihm nicht. Stattdessen kontert Ivan Kiev Crazy Sexy Mike aus hier mit dem Backbody Drop. Sehr schön, Mike hat versucht noch zu blocken, hat nicht geklappt, Ivan konnte sich durchsetzen, das könnte jetzt auch die Luft sein, die er braucht, um jetzt wieder richtig ins Match reinzufinden. Elida feuert ihn an draußen, auch die Fans schießen. Kann sie das eigentlich einschätzen mit diesem Ivan, du geile Schlange, keiner kann so auf den Lang? Valandi, das diskutieren wir jetzt bitte in diesem wichtigen Match hier nicht aus. Ich wollte es doch nur Ivan kommt heran mit dem Splash. Avalon Splash in die Ringecke. Und das hohe Bein. Nip up von Ivan Kiev, vom Herausforderer. Vom, ja, Mächte-Herausforderer. Ja, ganz genau. Er muss, es ist schon eine Position des Herausforderers, die er jetzt hat, die er jetzt inne hat. Und da hat er noch einmal durchgeschnauft. Er weiß selber, in was er in einer wichtigen Situation ist. Es ist wie ein es ist das WM. Finale. Es ist der Super Bowl, in dem er steht. Er muss gewinnen. Es ist die Chance. Vielleicht ist es die einzige Chance. Er fokussiert seinen Gegner, aber Crazy Sexy Mike passt auf und wieder. Pipeline. Das zweite Mal, dass wir sie sehen. Das will er so, das sagt er so und das ist ebenso. Ein Multiple Finisher Deadlift German gegen Ivan Kiev. Oh ja, kraftvoll durchgezogen. Hätte ich Mike in diesem Augenblick nicht zugetraut, dass er dafür die Luft hat. Aber achte, er atmet. Ja, er atmet durch den Mund. Und vor allem, er atmet, er öffnet den Mund weit, also er ist nicht bei 100%, auf gar keinen Fall, aber er zeigt erneut diesen Deadlift German, das zeichnet eben den GWF Heavyweight Champion aus Crazy Sexy Mike. Forever Young, er zeigt keine Schwäche, er zeigt keine Ermüdung und keine Skrupel gegen seinen Gegner. Packt sich Ivan wieder. Man könnte ja sagen, okay, ein German Suplex. Und ich nehme jetzt einfach die Zeit. Ich atme jetzt durch, ich versuche Luft zu kriegen. Ich bleibe liegen. Aber nein, ein zweiter, ein dritter. Und jetzt das Cover von Mike. War's das? Ronny zählt? Nur bis zwei. Und draußen auch interessant zu sehen. Also sie leider leidet natürlich da auch mit ihrem Schatz, wie sie ihn im Interview genannt hat. Aber Baby. Baby, ja. Ja, Himmel. Ja, aber sie will natürlich ihn auch siegen sehen. Die letzten Male war sie im Publikum und das Publikum, das Publikum feuert Ivan an, aber das Publikum will ihn halt auch irgendwann mal wieder siegen sehen. Er will sich selber siegen sehen. Er sieht sich in einer anderen Situation als die Verantwortlichen. Ich gucke einmal rüber zu Ingo Vollenberg, als er sich selbst. Double Crossbody Block und beide Männer am Boden. Ja, ist der Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung, ne? Aber das... Vielleicht liegt ihm da auch irgendeine Flüsterin im Ohr, die ihm was anderes einredet. Meinst du? Ja. Könnte sein, meinte ich. Entschuldigung. Ich sehe schon, das hast du im Interview ein bisschen persönlich genommen, ne? Ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Naja, gut. Ist eine hübsche Frau, müssen wir sagen. Sehr stylisch hier. Übrigens, dazwischendurch jetzt die Kamera mal ein bisschen Zuschauer. Wir haben einige Hipster heute da. Weiß nicht, ob das Freunde von Elida vielleicht sind. Kann ich nicht beurteilen. Ja, also der Style, Valani Style Watch müssen wir mal machen. Das wäre es auf jeden Fall. Ich war mit Chris Kohlen mal anzukaufen. Der ist auch jemand, der ist da war ich dabei. Da war ich dabei, Herr. Das erzählen wir irgendwann mal an. Das machen wir in einer anderen Phase des Matches, denn jetzt Schlagabtausch. Ivan Kiev jetzt im Vorwärtsgang. Crazy Sexy Mike muss einstecken. Zuschauer stehen auch hinter Ivan, aber der wankt. Anlauf von Ivan Kiev, aber da fängt Crazy Sexy Mike seinen Gegner ab. Das Cover sofort hinterher, aber nur bis zwei. Ronny, und da fehlt, da hat er selber gezeigt, am Boden liegen. Ja, das war nur bis zwei, da fehlten Zentimeter. Mike ist schon wieder auf den Ball.
einen, weiß, er kann sich hier keine Auszeit gönnen. Ich meine, für ihn steht nicht ganz so viel auf dem Spiel natürlich. Für ihn ist es, er verliert das Match, dann hat er immer noch die Möglichkeit, im Titelkampf Ivan zu besiegen. Aber das ist nicht Mike. Das ist nicht Mike. Er geht in jedem Match, er weiß, was er in jedem Match machen muss. Im dritten Anlauf. Neckbreaker, einer sein Parademanöver, aber es reicht nicht. Er hat es immer und immer wieder versucht. Jetzt geht diese Aktion endlich durch, aber nur bis zwei. Leider verdreht die Augen. Mike muss jetzt nachsetzen, muss natürlich zusehen, dass er Ivan hier besiegen kann, dass er seine Position als Nummer 1 behaupten kann einfach. Denn wenn das kein klarer Sieg ist, die Zuschauer wollen natürlich einen starken Champion und es ist wichtig für Mike, dass er diese Figur als der Champion, als der Leader, der Anführer der German Wrestling Federation auch festigen kann. Ja, auf der anderen Seite will Ivan eben, aber das war nur bis zwei. Auf der anderen Seite will Ivan für sich den großen Erfolg eben auch sichern und er will zeigen, dass er auch zur ganz, ganz, ganz großen Spitze eben zählt und nicht nur kurz davor ist. Und daher ist dieses Match gerade also wirklich eine, ja, mir fehlt schon wieder das Wort, also eine, ach Gott, ich habe keine Ahnung. Eine Standortbestimmung. Danke sehr. Entschuldigung. Ja, nach. Und jetzt kontert er mit der Aktion, der beinahe Aktion von Crazy Sexy Mike, die er vorhin gezeigt hat. Aber auch hier nur bis zwei. Und jetzt könnte sich sowas wie Frust bilden bei Ivan Kiev. Hier. Er beißt auf die Faust. Er ist wirklich frustriert. Er möchte natürlich den Sack unbedingt zumachen. Er möchte den Titelkampf. Gibt alles dafür. Ivan zeigt es an. Ich bin's. Ja, er schreit seinen Frust aus. Das Cover. Reicht das jetzt? Nein. Nur bis zwei, nur bis zwei. Und jetzt, er kriegt ja förmlich einen hochroten Kopf, weil Mike immer wieder rauskommt. Er darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Also sprichwörtlich nicht. Jetzt steigt er aufs oberste Seil. Energisch ist er auf dem obersten Seil. Jetzt und da der Ellbogen kommen von ganz oben aus dem Himmel von Berlin herab. Das Cover 1. Mir bleibt hier wirklich auch die Stimme weg nach dieser krassen Endspurtphase hier. Aktion nach Aktion. Hier, guck dir das an. Tiefes Durchatmen auch bei Elida, Kopfschütteln. Und ich glaube, das geht uns beiden hier jetzt auch gerade durch den Kopf. Puh. Natürlich, die Musik von Crazy Sexy Mike läuft. Crazy Sexy Mike hat das Match gewonnen. Aber ich denke, die größere Geschichte gerade ist entstanden. Ivan Kiev hat es erneut nicht geschafft. Ja. Er hat es erneut nicht geschafft. Ein entscheidendes Match zu gewinnen. Und er war so kurz davor tatsächlich. Aktion nach Aktion. Aber das vorhin schon mal gesagt, man muss es auch nach Hause bringen. Es zählt nichts, wenn man kurz davor war. Man muss den Sieg schaffen. Beim besten Willen, Ivan Kiev, die Leistung 1. Aber der Killerinstinkt, der ist nicht da. Mike ist mittlerweile auf den Beinen wieder der amtierende Heavyweight Champion. Ivan hängt in der Ecke. Die Frage ist, wird es hier noch mal eine Respektbekundung geben nach dem Match? Ja, wir werden es gleich sehen. Wird Ivan noch in der Lage sein, Mike den Respekt zu bekunden? Also wenn Ivan schlau ist, schlägt er Mike ins Gesicht. Denn was kann er sich von den Rufen geiles Match kaufen? Nichts. Ja, nichts kann er sich davon kaufen. Ich glaube, das wird Ivan Kiev in dieser Situation bewusst. Er hängt da wirklich in der Ecke, frustriert, verzweifelt. Er hat einiges, wirklich einiges umgekrempelt. Er ist mit einer neuen Körpersprache aufgetaucht. Das hat die Musik ausgestrahlt. Leider kommt hier
in den Ring. Ja, Mike will natürlich, dass die Zuschauer auf den Applaus respekt. Was macht denn Elida da? Streitet sich da mit Mike herum? Ja, sie steht jetzt irgendwie zwischen diesen beiden Männern. Mike will Handshake und Elida zieht da Ivan weg. Was soll denn das? Ja, die Sache ist, und Ivan geht. Und schubst sie Mike nochmal ins sie Gesicht, packt sie. Sie Mike packt völlig ins Gesicht. Ungläubig. Respektlos. Wie nichts. Und den Effe hinterher. Und jetzt fragst du mich, warum ich beim Interview so reagiert habe. Ingo! Hey, Ingo! Oh, Mailbox. Hey, Ingo, hier ist Pascal, einer deiner Top-Stars. Ich wollte eigentlich noch mal reden wegen dir, mit dir, wegen Samstag. Also, ich muss, also wegen heute, das kann doch nicht dein Ernst sein. Mit dem. Vincenzo! Vincenzo. Ah! Was machst du hier? Ich wollte nur zu Ingo in die Büro, weil ich glaube, diese Match, ich glaube, das muss ein Missverständnis sein. Ja, genau, so sehe ich das genauso. Ja? Aber warum siehst du das so? Naja, weil ich meine, Vincenzo Cocotti und du, Pascal Spalter, um die Titel. Also kein Titelkampf. Ich habe keinen Titelkampf verdient. Meinst du das damit? No. Vincenzo wollte sagen, ich meine, du bist ein so großer, stattlicher Mann und du hast so viele... Mit anderen Worten, ich bin dick. Dick willst du sagen? Du willst sagen, dass ich dick bin? Bin ich fett oder was? Cool. Weißt du nicht, wer vor dir steht? Ich war bei Berlin Tag und Nacht. Ich habe bei GZSZ mitgespielt. Ich bin der Held der Hauptstadt. Ich wollte nur sagen, du, Pascal Spalter und die Loser... Willst du sagen, dass ich ein Loser bin? Vincenzo, bis gerade eben hatte ich keinen Bock auf dieses Match, aber das hat sich gerade so eben geändert. Heute Abend wirst du gespalten. Ingo? Ingo? Hauptstadt, der Mann der Zeitgeschichte. Auf dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 128 Kilogramm. Der Mann der Zeitgeschichte. Held der Hauptstadt aus Berlin. Meine Mailbox ist bis zum Abwinken gefüllt, Valandi. Kenn ich. Ja.
Oh, Herrschaften, der Spalter hat ja mehr Spitznamen als Apollo Creed. Ja. Das hört ja gar nicht auf, diese Ankündigungsarie. Böser Blick hier zu uns in die Ecke rüber. Zu dir. Ich hab damit nichts zu tun. Ja. Ich hab damit nichts zu tun. Ich hab damit auch nichts zu tun. Pascal hat was damit zu tun, weil wer so rummeckert, der hat's nicht anders verdient. Und er muss auch eher mal das heißt um den Loserweight-Title ran. Es ist ein Titelmatch. Herrschaftszeit. Loserweight-Title-Match. Ja, der da Titel. Da kann er meckern, wie er will. Der Titel, der beim Knockout Wrestling Talk entstanden ist, bei der Kombination Ingo Vollenberg, Ahmed Scheer, Crazy Sexy Mike und Valandi Zanti. Ich weiß Brainstorming nicht. Deluxe. Ja. Wie unser Chaos City Match heute übrigens auch. Da kommt er, der Loserweight Champion. Was ist da eigentlich los? Er muss diesen Gürtel um die Hüften tragen. Ja. Ja, ich weiß, warum es nicht geht. Der Gürtel fällt runter. Ja, aber das ist ja, man muss, ne, also Ingo, da müssen wir, glaube ich, mal das auch klären. Lässt er den Titel auch noch fallen? Das geht natürlich nicht, Valandi. Hallo? Er ist der einzige Loserweight Champion of the World. Der einzige Weltmeister dieser Klasse. Das wird dir mit Stolz tragen. Man muss es so sehen. Der einzige Weltmeister dieser Klasse ist Vincenzo Cocotti. Er ist einmalig, er ist der einzige Champion, er ist der weltweit einzige Champion. Er ist der weltweit einzige Champion in einem Universum, in einer Galaxis. Ach, was rede ich von einer gesamten, von einem Sonnensystem. So ist das nämlich. Vincenzo Cocotti, der amtierende GWF Loserweight Champion. Der selber sieht das, glaube ich, nicht so. Ich habe nur die Fakten dort zusammengefasst. Wir haben auf jeden Fall gesehen, Pascal und Vincenzo waren heute Morgen beim Office. Ich bin froh, dass ich nicht da war. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht da war. Naja, Pascal hatte nicht unbedingt Lust auf dieses Titelmatch. Dann ist er Vincenzo über den Weg gelaufen und dann hatte er Lust, einfach damit er seine Wut, die er... Er hat Vincenzo gesehen und Lust bekommen. Ja, jemanden auf den Kopf zu geben. Ingo, ich nicht glaub, jemanden, Vincenzo. Naja, eigentlich wollte er die... Er wollte ja, eigentlich dir eine mitgeben. Ich habe da nichts mit zu tun, Malandi. Er hat damit nichts zu tun, sagt er. Naja, und Vincenzo will damit auch nichts zu tun haben. Der möchte direkt stiften gehen. Ja, ein Seil ist nicht erlaubt, ne? Immerhin, er kann sich gut festhalten. Darin ist er wirklich gut. Ja, man muss das ein bisschen anders betrachten. Ne? Also der Loserweight Champion Titel funktioniert nun mal halt anders. Da muss man andere Qualitäten aufweisen. Ne? Da muss man auch mal um den Ring rumlaufen können, sich gut festhalten. Ja, ist ärgerlich. Da passte Pascal nicht durch die Beine. Vincenzo stoppt ihn. Vincenzo, wie Pascal schön gesagt hat, ist mir auch schon mal passiert. Das Kraftangebot. Ob er das machen sollte, er hat 2:1 versucht da. Ja, man muss eben eine andere Ringpsychologie hier anwenden. Und passt. Oh, ja, gut, das ist keine Psychologie, Valandi, das ist brachiale Gewalt. Ja, und die hat der Pascal Spalter. Oh Mann, den Mann, Ingo, sollte man eventuell nicht wütend machen. Aber da, ja, das macht Vincenzo clever. Er taucht den Clothesline-Versuchen von Pascal Spalter immer wieder aus. Ab. Ja, da sollte Held der Hauptstadt mal über eine Planänderung nachdenken. Ja, frisst die Knochen. Von wegen. Vincenzo, ja, vielleicht kann er so Pascal müde laufen. Man weiß es nicht. Er weicht immer wieder aus. Und das Publikum jubelt, obwohl Vincenzo eigentlich nur ausweicht. Aber das macht er gut. Ja, und jetzt macht sich die Masse natürlich bemerkbar. Die Massenunterschiede. Ja, leichtere Mann.
Da ist es mal vom Vorteil. Ja, das ist eben ein sehr fairer Champion-Titel. Da, ja, von wegen. Da fragt auch mal der Champion den Herausforderer, ob alles gut ist. Und Scooter hat nicht ganz funktioniert. Roll up nicht ganz funktioniert. Zack, ist er auf den Schultern. Powerbomb. Das HB-Männchen oben auf. Aber das ist clever von Vincenzo. Geht er auf die Augen, in die Augen von Pascal Spalter und da gegen das Knie. Naja, wenn er diesen Titel loswerden will, um das noch einmal zu erklären, muss er das Match gewinnen. Der Verlierer ist Loserweight Champion und dann nimmt Vincenzo an, aber Pascal natürlich viel stärker, viel kräftiger. Imposanter Gorilla Press gegen Vincenzo. Schickt ihn fliegen auf den Turnbuckle. Der lockt ihn hier völlig aus. Was für ein Snake Eyes von Pascal Spalter. Und ich glaube, jetzt hat er keine Lust mehr, irgendwelche Späßchen hier zu treiben mit Vincenzo. Aber der Ringrichter ist jetzt vor Vincenzo Cocotti. Da gibt es eine kleine Ohrfeige von Vincenzo gegen Pascal und noch eine. Pascal dreht hier am Rad. Also diese Respektlosigkeiten will er sich natürlich nicht gefallen lassen. Gerade er, der Held der Hauptstadt. Er bekommt Vincenzo einfach nicht zu packen. Jetzt gelingt ihm das Kurve. 1, 2, 3. Nein, kein neuer Loserweight Champion. Oh, aber da siehst du, Vincenzo wächst über sich hinaus, schafft solche unglaublichen Aktionen hier, wie den Schoolboy durchzuziehen gegen Pascal Spalter. Oh, jetzt macht er ernst. Die Hosenträger. Er flitscht die Hosenträger. Was macht er? Was macht er? Er flitscht. Er flitscht. Schlitschen. Er flitscht. Kennst du das nicht? Nee. Overhead. Belly to belly. Aber den kennst du. Den kenn ich. Den kenn ich. Was für ein Overhead Belly to Belly. Knockout für Vincenzo Cocotti. Oh Mann. Ja, Pascal, jetzt ist auch überhaupt nicht mehr der Mann für Spielchen aufgelegt. Verbissen, wütender Gesichtsausdruck. Er will Titelmatches, aber nicht solche Titelmatches. Und jetzt rammt er einfach nur wild den Kopf von Vincenzo Cocotti in die Ringecke. Völlig schonungslos. Oh, der Italiener frisst hier wirklich. Der ist aus die Ringecke. Ja. Bedenke vor dieses Monster Snake Eyes nach dem Gorilla Press, das er kassiert hat. Und jetzt kracht er wieder in diese Ringecke. Also diese Ecke kennt niemand so gut nach dem heutigen Abend wie Vincenzo Cocotti. Absolut. Und der David droht mit der Disqualifikation. Das wäre ja natürlich auch bitter, aber Pascal, jetzt will er den Sack zumachen. Spalter Slam durchgezogen. Und das Cover lässig. Das war klar, das ist es. How do you like him now? Ja, die Frage ist an dich gerichtet, Ingo, denn eins ist klar. Jetzt beeindrucksvoll. Ja, Pascal Spalter! Denn mit solchen Spielchen wird sich Pascal Spalter nicht ewig befassen, das ist klar. Er hat jetzt mal deutlich gezeigt, er wird, wenn ihm jemand vor die Nase gesetzt wird, was er nicht ernst nimmt, wird er ihn spalten. So klar ist das. Wir werden sehen, wohin der Weg von Pascal Spalter führt. Was wir wissen ist, weiterhin Loserweight Champion Olaf Sachs durch. Wettessen. Ein Bierchen, ein Würstchen, immer im Wechsel. Und wer zuerst Platz, zahlt die Rechnung und darf den Award nochmal streichen. Ja, das klingt nach einem Deal. Alles klar. Hier lang. Hey Jungs, habt ihr mal was ein bisschen zum Beißen?
Herr Ober, ein Vanilleeis. Aber mit viel Eis drauf. Ansichtskarte aus Solingen. Gib uns den Pokal! Sag mal, siehst du nicht, dass ich ein Messer in der Hand habe? Ja, ich bin ja nicht blind. Du warte! Wie? Das wäre schlimm, wenn du langsam mal helfen könntest. Mayo, bitte. Du, hör mal kurz an. Für wen arbeitest du? Der Kommandant Rambo. Der Kommandant Rambo? Der schöne große Trophäe. Aber nicht irgendeine Trophäe. Mal eine schöne Brille. Es geht weiter bei GWF Chaos City. Wir sehen den Österreicher, den Iron Man des deutschen Wrestlings, des europäischen Wrestlings. Chris Kuhn ist zurück, ohne Berlin-Title. Aber er muss jetzt natürlich sich zurück nach oben arbeiten. Ohne Berlin-Champion-Titel, aber mit einem neuen Gegner, den wir heute auch hier zum ersten Mal im Huxleys Neue Welt sehen werden. Was wir wie immer sehen, ist die Unterstützung für Chris Cohen, wenn er die Hand bewegt. Ja, das ist die Hipster-Gang, Malandi. Das ist die Hipster-Gang. Jetzt siehst du sie mal. Ja. Ich bin da nicht so drin in der Szene. Nee, sollten wir dich mal reinbringen. Ist das so? Ja. Seit vergangenen Sommer immer und immer wieder sagen, es ist bei einer Parallelveranstaltung, sage ich mal, entstanden, dieser Begriff. Bei Johnson Bieber, das darfst du ruhig sagen. Ja, ich wollte es nicht aussprechen. Ja. Na, natürlich, bei GSW Collision Cross ist das im Sommer entstanden. Da stand dieser Mann 45 Minuten im Ring in einer brütenden Hitze. GSW Collision Cross natürlich auch bei Vimeo erhältlich jetzt bei Jump Wrestling Federation. Könnt ihr sehen.
sehen. Tolle Veranstaltung. Großer Abend. Großer Abend. Und genau solche großen Abende feiern wir hier jeden Monat. Jedes erste Wochenende in Berlin. Jeden ersten Samstag. Genau. Was habe ich gesagt? Wochenende, ja. Samstag, ja, Wochenende. Ja, warum sage ich denn Wochenende? Ist ja klar. Manchmal zwei Tage, ja, richtig. Ja, erstmal das. Und wenn du in Berlin bist, machst du nicht einfach nur einen Tag. Da machst du mehr draus. Oder du ziehst hier direkt hin. Ich so, auch Icarus macht sicherlich mehr draus. Und ich hoffe, er macht das im Ring mehr raus. Hier ist er aus Ungarn, aus Budapest eingeflogen. Der ungarische Fall Icarus. Du hast gesagt, er macht sich sicherlich auch mehrere Wochenenden hier. Moment, das muss er erstmal beweisen. Das ist sein erster Auftritt hier bei der Journey. Ich habe gedacht, er macht sicherlich auch mehr aus dem Wochenende hier. Ja, das soll er machen. Da gibt es mehrere, aber dann werden, das wird sich herausstellen, denn er muss erstmal sich gegen Chris Cohen durchsetzen. Das ist angesprochen, der ehemalige GWF Berlin Champion. Er hat seinen Titel gegen Orlando Silva verloren in einem Triple Threat Match, in dem auch Matt Cross war bei Global Warning am zweiten Tag. Veranstaltung hattest du natürlich auch gesagt, eine große Veranstaltung auf Vimeo zu sehen. Und prompt kommt die nächste internationale Herausforderung für Chris Cohen. Ja, Icarus ursprünglich von der HCW, vom Hungarian Championship Wrestling. Eine ganz große Promotion in Ungarn, die sehr, sehr erfolgreich ist dort. Er hat einen eigenen Style, er ist ein, ja, ein Striker, hat aber auch eine Menge spektakulärer Aktionen in seinem Repertoire. Matt Cross, übrigens, kleine Side Note, hat gegen Icarus gekämpft in Ungarn, konnte sich da durchsetzen gegen Icarus im vergangenen Monat, nachdem er bei der German Wrestling Federation war. Also schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Und der Matchmaker Ingo Vollenberg hat ein Auge auf dieses Match geworfen und deshalb ist Icarus hier. Interessant, du hast HCW angesprochen. Er hat selber gesagt, Icarus, interessanterweise war HCW auf demselben ungarischen Fernsehsender wie WWE. Ja. Naja, interessante Konkurrenz, die man da hat, aber jetzt interessante Konkurrenz auch für Chris Cohen. Ja. Schöner Lockup, schöne Intensität gewesen von Icarus. Also Masse hat er den Nachteil, hat aber trotzdem mit seiner Intensität da Cohen in die Ecke gedrängt. Ja, da zeigt er direkt mal, aus welchem Holz er geschnitten ist, der Pfeil. Ja, wunderbar, wie er sich hier befreit aus diesem Wristlock von Chris Cohen. Go behind gegen die Austrian Wolverine. Aber der hat eine so bombastische Entwicklung in den letzten Jahren, im Jahrzehnt genommen und ist einer der komplettesten Wrestler, der Iron Man des europäischen Wrestlings. Oh, Balani, wie er dagegen das Handgelenk vorgeht. Ich habe mir mal in meinem einzigen wirklich großen Wrestling-Match damals bei Jump Street Beat Wrestling das Handgelenk gebrochen. Ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Und ja, Cohen hat da sehr, sehr clever immer wieder verstärkt. Icarus kann das auch. Aber der Austrian Wolverine hebt ihn aus, hält dabei während des Body Slams weiterhin das Handgelenk fest. Also mit allen Wassern gewaschen, keine Frage. Und ja, ich weiß nicht, ob Chris Cohen Icarus jetzt als Aufbaugegner sozusagen betrachtet. Ja. Er hat den Berlin-Titel verloren. Ja, man kennt das ja auch dann beim Boxen oder so in anderen Disziplinen. Man versucht dann natürlich den Leuten auch mal irgendwie schwächere Gegner zu geben. Aber ich glaube, ein Icarus zählt sicherlich nicht dazu. Na, sicherlich nicht. Vor allem hier bei der GWF geht es darum, sich um den Berlin Champion Titel neu zu positionieren. Und da ist die Konkurrenz eben technisch hochwertig. Und das sieht man hier bei Icarus. Cohen aber sehr schön hier den Armbreak ausgewichen, zeigt selber seinen. Das war Ringübersicht einfach. Er ist stehen geblieben und lief nicht in die wiederholten Aktionen von Icarus. Leg Sweep hinterher. Elbow geht daneben. Icarus mit dem Moonsault daneben. Aber ja, keine großen Aktionen. Ja, Ringübersicht, aber Vorteile bei Cohen. Also im Moonsault hier ist er zu blind gesprungen einfach. Er dachte sich, okay, da ist Cohen noch, springt da rein. Ja, ist natürlich unschön gelandet. Der Sturz war nicht so hoch, aber Cohen natürlich jetzt direkt, zack, der Kick in den Magen.
Ja, und direkt mit den Schlägen hinterher, diesmal kein Lockup, keine technischen Versionen, sondern technischen Aktionen, sondern will den Vorteil haben. Chop in der Ringecke gegen Ikarus. Whippin in die gegenüberliegende Ecke. Gut gekontert vom Ungarn gegen Chris Cohen. Internationales Aufeinandertreffen hier. Und was für ein Kick gegen Chris Cohen. Ikarus ist auf den Seil. Wird der Fall fliegen? Ja, er trifft ganz genau. Der Arrow Drop Kick vom Top Rope und Ikarus kommt wieder herangesegelt mit dem Knie voraus. Und auch da trifft der Pfeil ganz genau. Ja, du hast interessant. Arrow Drop Kick. Achtung, Cover von Ikarus. Das Cover aber nur bis zwei. Du hast den Arrow Drop Kick angesprochen. Der Begriff Arrow kein Zufall, denn sein Tag Team Partner Dover, zusammen sind sie die Arrows of Hungary. Klingt doch mal interessant, Ingo, oder? Kann man doch mal sagen. So. Absolut, natürlich auch sehr, sehr interessant für das anstehende European Tag Team Tournament. Am 2. April, aber hier jetzt, gut gemacht von Ikarus, da stürmt Chris Cohen ein bisschen, Schwung heran, hat sie in den Seilen verhangen. Ikarus gibt ihm noch ein bisschen Schwung nach. Somersault, Plancha nach draußen von Ikarus, volles Risiko gegangen gegen Chris Cohen. Schön gemacht. Zuschauer, bei denen kommt er gut an, muss man sagen. Ja, er kommt gut an, er geht für hohes Risiko. Sowas kommt natürlich grundsätzlich beim Publikum gut an, aber die Frage ist, kommt es so gut an für ihn persönlich, dass er dann auch im Endeffekt das Match für sich entscheiden kann. Aber eines ist klar, wenn er hohes Risiko geht, Chris Cohen kann dieses Risiko eben mitgehen. Da hat er seine Santon versucht, das ist eins seiner Parademanöver, damit hat er einige Gegner schon besiegt. Whip von Cohen jetzt, gut, dass er ausweichen konnte. Hin und her geht es, fängt ihn ab. Oh, eine Art Slingshot-Power-Slam. Eigentlich ein Body-Slam, aber mit so einer Kraft durchgezogen. Also es gibt solche Body-Slams und es gibt solche Body-Slams. Das war ein Wolverine-Body-Slam, Marke Chris Cohen. Ja, über 1,90 groß und was für eine Kraft, die hinter ihm steckt. Und oh, wow, was für ein Elbow ans Kinn seines Gegners vom Austrian Wolverine. Der zieht jetzt durch, würde ich mal sagen. Fisherman Suplex geht in die Brücke. 1, 2, lediglich bis 2. Fuso zeigt an, es war nur der Two Count. Aber Cohen mit einer sehr beeindruckenden Intensität geht in die Seile und auch einen harten Elbow hinterher. Ja, du hast es angesprochen, nach dem Titelverlust will er sich jetzt natürlich neu positionieren und auch klar positionieren. Und wenn jemand Neues hier auftaucht, will er ihm seine Schranken natürlich auch direkt aufweisen. Noch ein Elbow hinterher gegen Ikarus, das Cover direkt, Figo zählt durch, aber lediglich bis 2. Ja, durchzählen, so weit kommt er zum Glück nicht. Den Three Count, dafür reicht es nicht, aber Cohen ist auf jeden Fall sicher. Er merkt, er hat das Match hier unter Kontrolle. Ikarus wird ein wenig frustriert. Es ist der Unterschied. Er packt ihn sich am Bart. Ein bisschen verhöhnt jetzt. Whip. Es ist eben der Unterschied. Kick. Wenn du den Ring, in dem du antrittst, kennst. Und den kennt Chris Cohen hier bei der German Wrestling Federation. Und hier klasse ausgewichen. Und dann der Clothesline hinterher gegen Ikarus. Ihn überschlägt es. Das Publikum reagiert positiv auf Cohen. Weicht aus, damit Fußball. Aber der zweite sitzt. Also Chris Cohen weiter in hervorragende Ringübersicht. Ja, dieser Faktor Ringübersicht, den hast du vorhin zweimal angesprochen. Und da war er eindeutig an dieser Kleinigkeit zu sehen. Und jetzt will er nämlich fliegen. Ja, das langt. Ikarus nur einen Schritt zur Seite gegangen und dadurch musste Chris Cohen die Aktion abbrechen. Geht jetzt selber schnell in den Ring. Fängt Chris Cohen mit diesem Tritt ab. Setzt zum Suplex an. Der Ikarus war ja der Mann, der zu nah an die Sonne gekommen ist. Ich bin gespannt, ob der Ungar... Oh nein! Ja, der kommt zu nah nämlich an den Ringrand heran. Ja. Und Cohen hebt ihn aus und auf den Apron. So sieht man nicht aus.
VfL auch das Publikum in Berlin. Quittiert das mit Holy Shit rufen und zu Recht. Ja, nicht nur das, da ist er an den Seilen geblieben und vielleicht jetzt nutzt Chris Cole diese kurze, na was heißt kurze, diese Situation, in der Ikarus außer Gefecht war und geht volles Risiko mit dem Crossbody-Block nach draußen gegen Ikarus. Ja, es war schon Suicide-Dive-Style fast. Er hat ihn gerade erwischt. Das kann natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Das ist das hohe Risiko. Vorhin ist Ikarus mit dem Somersault selber das Risiko gegangen, aber Chris Cole lässt sich da nicht lumpen. Er geht dieses Risiko mit. Er zeigt diese großen Aktionen, geht hohes Risiko und er will mit dem hohen Risiko natürlich auch einen großen Erfolg einfahren. Jetzt, ja, höchstes Risiko, Beine auf dem Top Rope, Superplex und ganz oben. Und da schreit sich Ikarus diesen Schmerz von Leib, den er nach diesem Superplex kassiert hat. Chris Cole greift zum Gegner, aber Ikarus hat das clever gemacht. Da sieht man, dass er eben auch schon erfahren ist, dass er einige Jahre auf dem Buckel hat. Die Fans rufen, geiles Match, geiles Match. Sie haben recht, Cole ist sauer. Muss den Vorarm von Ikarus schmecken, aber quittiert ihn mit seinem. Jetzt Roaring Forearm. Jetzt gibt es keine technisch wunderschöne Aktion, sondern jetzt heißt es irgendwie den Gegner zermürben. Erst die Schläge, jetzt die Tritte und da sitzt der Kick von Ikarus gegen Chris Cole, der am Boden. Und jetzt die nächste Aktion. Was hat Ikarus vom Seil geplant? Will er da vielleicht nochmal die Senten ausprobieren? Er ist auf dem Top Rope. Ikarus wird fliegen. Senten sitzt genau. Das kann es sein. Das kann es sein. Eins, zwei, drei. Nein, nur bis zwei. Nur bis zwei. Und da kommt wieder der Kämpferinstinkt in Chris Cole raus. Cole beißt die Zähne zusammen. Der Österreicher hat den absoluten Siegeswillen hier. Er muss wieder nach oben. Er möchte natürlich um den Berlin-Title ran. Möchte sein Rematch kriegen gegen Orlando Silva. Jetzt hier, Release German. Und er setzt direkt weiter nach gegen Ikarus. Jetzt läuft Cole auf Adrenalin. Der Kopf ist hoch, rot. Und wenn diese Phase, wenn diese Zone bei Cole erreicht ist, dann kann man immer nur sagen, wie lange hält das Adrenalin in einem Match. Das Cover nach dem German, aber nur bis zwei. Das war knapp. Das war knapp. Jetzt sind wir in der entscheidenden Phase. Es ist völlig klar. Die beiden agieren jetzt einfach nur noch, wie du gesagt hast, auf Adrenalin. Adrenalin ganz oben. Die Zuschauer feuern sie an und jetzt müssen sie den Sack zumachen. Wer kann aber die entscheidende Aktion bringen? Denn das Match ist auf Augenhöhe. De facto im Moment Ansatz von Cole, das Match zu beenden. Aber Ikarus rollt Cole ein, zieht an der Hose und das ist der Sieg. Überraschungssieg hier vom ungarischen Pfeil aus dem Nichts heraus. Ja, er hat das Match gewonnen und in der entscheidenden Situation, ja, da hat er Killerinstinkt bewiesen. Wir haben diesen Begriff heute schon mal benutzt. Und Cole, also das hat er sich mit Sicherheit nicht so vorgestellt. Nicht ganz fair. Kleines Unglück. Nicht wirklich legal. Er hat beim beziehungsweise beim Sunset Flip und als er dann seinen Gegner eingerollt hat, hat Ikarus in die Hose gepackt und dadurch entscheidend dafür gesorgt, dass er dieses Match für sich entscheiden kann. Ein aufsehenerregendes Debüt von Ikarus hier bei der German Wrestling Federation. So, Alani, und wir machen uns bereit beide mal. Es geht gleich weiter hier bei German Wrestling Federation mit One More Time, mit dem Chaos City Match und ich darf das Match ankündigen.
Pollyanna and Jamie Hayter, ladies, tonight you are facing Blue Nikita and returning wrestling legend Wrestling legend Wesner. Are you kidding me? Where has she been? Where have you been, Wesner? Me and Polly are making waves all over the world. Maybe 100 years ago you were relevant, but you're not now. We are. Okay, was Jamie Hayter jetzt gerade... Whoa. Did you not understand anything that Jamie just said? We made a point last time we were here that it was the end of wrestling for women in Germany. So there's no more of this. It'll all be in English. And all you and Wesner and Blue Nikita need to know now is that the two dogs are finally going to be put down. Because at the end of the day, you chat shit, you get banged. Ladies and gentlemen, this is the Chaos City match. One more time, nach 6 Jahren ist es soweit. Wesner feiert ihre Rückkehr hier für einen einzigen Abend im Ring der German Wrestling Federation. Ich habe die Ehre, das Match anzukündigen und ich verkünde hier noch einmal die Regeln. Nach 3 Minuten jeweils ändert sich die Matchart. Nach den ersten 3 Minuten sind Kendo-Sticks erlaubt hier im Ring. Nach den nächsten 3 Minuten, ab Minute 6, sind Stühle erlaubt im Ring. Nach Minuten 12 sind Tische erlaubt.
gibt Momente und es gibt Auftritte, wo man als Wrestling-Kommentator einfach mal die Klappe halten sollte. Und das war eben bei diesem Auftritt zu diesem Match, zum Chaos City Match zwischen Wes Now, Blue Nikita gegen Pollyanna und Jamie Hayter. Wesner und Blue Nikita, eine lange Feindschaft haben sie hinter sich, als es damals um den GSW Ladies Title ging. Hin und her, über Jahre haben sie sich bekriegt, aber jetzt stehen sie Seite an Seite, one last time. Sie hatten immer schon Respekt füreinander. Und ja, auf der anderen Seite, Chat Shit Get Banged, Valani, du hast es Backstage erfahren. Ich verstehe immer noch nicht, was das heißt. Immer noch nicht. Ja. Keine Ahnung. Sie sind im Glitzerregen. Ja, der Glitzerregen, schön. Der aber, glaube ich, eher Wesner gilt in diesem Fall. Sie erklärte, ja, vor fast genau 6 Jahren war es doch, dass sie sagte, das war es, meine Karriere beende ich. Und für ein Match, für dieses eine Match, das wir jetzt sehen, kehrt sie wieder zurück für dieses Tag-Team-Match. Und es hat ganz besondere Regeln. Ja. Übrigens nur nebenher, damals das letzte Match von ihr war auch ein Tag-Team-Match bei German Stampede Wrestling. Wesner zusammen mit Bad Bones müsste es gewesen sein, gegen Murat Bosporus und Blue Nikita. Und ja, das war ein wirkliches Killer-Match und Valandi, ganz ehrlich, ich hab's noch so im Kopf, wie sie schmerzverzerrt, mit schmerzverzerrtem Gesicht Backstage lag, mich angeschaut hat und sie konnte nicht mehr. Ihre Hüfte war so hinüber, sie hat so unglaubliche Schmerzen gehabt und ja, es war uns leider allen bewusst, dass es was wirklich Ernsthaftes ist und sie musste ihre aktive Karriere beenden. Und jetzt one last time, sie hat ihren Abschied nicht gekriegt und heute Abend soll sie ihn kriegen. Nicht in einem normalen Match, aber es geht jetzt los. Die Zeit läuft. Ja, und was bedeutet das genau? Die Zeit läuft. Die ersten 3 Minuten gelten reguläre Tag-Team-Match-Regeln. Also es muss eigentlich eingewechselt werden. Aber Pollyanna und Jamie Hayter attackieren beide Blue Nikita. Aber Blue Nikita, die amtierende GSW Ladies Championess, kann sich hier den Vorteil gegen Pollyanna sichern. Ja, beide andere müssen natürlich aus dem Ring raus. Du sagst es, reguläre Tag-Team-Regeln für den Anfang. Nikki hat beide von den Beinen gerissen. Und ja, genau, nach 3 Minuten geht's dann weiter. Ah, Cartwheel von Blue Nikita in den Russian Leg Sweep und sie hält den Arm von Pollyanna. Und eigentlich war diese Auseinandersetzung hat La Maestral Cradle, aber Jamie Hayter unterbindet hier die Aktion. Eigentlich war die Auseinandersetzung zwischen Blue Nikita und Pollyanna der ausschlaggebende Grund, dass wir dieses Tag Team Match haben. Wrestler mischt sich direkt mit ein, aber es dürfen nur 2 im Ring sein. Ringrichter Davey sagt es. Die haben angefangen. Ja, gut. Die Dame war einige Jahre nicht im Ring. Also, und dann direkt so ein Match wie das Chaos City Match. Das heißt, nach 3 Minuten sind Candlesticks erlaubt. Nach 6 Minuten sind Stühle erlaubt. Nach 9 Minuten sind Tische erlaubt. Nach 12 Minuten wird es Tornado Rules sein. Das heißt, alle im Ring. Dann nach 15 Minuten False Count Anywhere. Und die letzte Chaos-Stufe ist Chaos Rules Anything Goes nach 18 Minuten. Ja, du hast es gesagt, die Stühle gelten halt erst später, eigentlich erst nach 6 Minuten. Und Pollyanna hat sich schon den ersten Stuhl draußen geschnappt, aber... Ich weiß nicht, ob die Engländerinnen die Regeln verstanden haben. Ja, der Ringsprecher hätte mal auf Englisch sagen sollen. Ach, hat er ja. Na gut, aber nichtsdestotrotz, ja, die Engländerinnen wollen natürlich hier auch erstmal Zeit schinden. Ne? Also es ist ja klar, sie haben mit Wesner die Unbekannte dort im Ring und Blue Nikita hast du eine, die wirklich hart im Nehmen ist. Ja, unbekannt kann man nicht wirklich sagen. Ich weiß, Pollyanna ist großer Fan gewesen von Blue Nikita. Das hat sie immer wieder betont und auch die Karriere von Wesner hat sie durchaus verfolgt. Ja, aber du weißt nicht, nach so einer langen Pause, gerade bei Wesner,
In welcher körperlichen Form? Und ja, wie hat sie sich vorbereitet? Hat sie etwas komplett Neues, was sie mal auspacken will? Wie geht man in so ein Match überhaupt rein? Auf jeden Fall strahlt sie eine Sicherheit im Ring aus. Man merkt ihr jetzt nicht gerade rein von der Psyche an, dass da einige Jahre zwischen ihrem letzten Match und dem heutigen Match liegen. Ja, wir haben natürlich vom Wrestler, müssen ein bisschen auf sie eingehen. Sie ist eine Legende im Ladies Wrestling. Ihre Parademanöver sind der Death Valley Driver und der Cross Arm Breaker, mit dem sie zahlreiche Gegnerinnen zur Aufgabe gebracht hat. Die erste Stufe, Ingo, da muss ich dir kurz ins Wort fallen, beziehungsweise die Sirene fällt uns da ins Wort, ist erreicht, nämlich Kendo-Sticks sind erlaubt. Pollyanna und Jamie Hayter greifen direkt zu den Sticks. Ja, natürlich, das war das, was sie wollten. Sie wollten die ersten Gegenstände zu ihrem Vorteil nutzen. Du hast Wessner angesprochen. Eine ganze Menge Trash-Talk, was hier jetzt gerade vorangeht. Wessner ist im Ring gegen Pollyanna. Pollyanna holt ein Hammer aus, aber da kommt der Schlag von Jamie Hayter zunächst. Und dadurch haben sie den Vorteil. Diese Schläge sind erlaubt. Fies von beiden Seiten. Bam! Da treffen die Candlesticks gnadenlos in den Rücken. Chat shit, get banged, Valadi. Das ist das, was es heißt. Ja, okay, ja, meinetwegen. Auf jeden Fall war es nicht sehr angenehm, dazwischen zu hängen, muss ich zugeben. Aber Jamie hat schon wieder den Stuhl. Ja, den Stuhl ist immer noch nicht. Wir sind bei Chaos Stufe 1. Wir haben die Candlesticks, die erlaubt sind, und nicht die Stühle. Wrestler natürlich eine ganz andere Erfahrung als ihre beiden Gegnerinnen, die deutlich jünger sind. Jamie Hayter, gerade mal 20 Jahre alt, ganz neu im Wrestling dabei, hat einen hervorragenden Titelkampf gegen Blue Nikita gehabt bei Global Warning. Das Match ist in der Disqualifikation geendet, sie hat den Titel nicht gewonnen. Ja, und ihre Partnerin Pollyanna, die wir ebenfalls hier gesehen haben. Jetzt hat sie hier den Stuhl im Ring. Sorry, dass sie ins Wort fällt, Valandi. Ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ja, ist das jetzt ein Einsatz zum Stuhl oder nicht? Ja, Ringrichter Davy hat es ganz klar gesagt. Nicht den Stuhl benutzen. Sie benutzt ihn ja nicht aktiv. Und das spuckt sie wieder widerlich Wessner ja an. Ja, Pollyanna fährt wirklich ein sehr eigenes Rennen auf jeden Fall in ihren Matches. Von ihrem ersten Auftritt an, den sie hier gezeigt hat, den sie gegen Blue Nikita verloren hat. Die willst du nicht kassieren, diese Schläge. Das gibt es doch nicht. Wirklich gnadenlos die Brite mit dem Kendo-Stick. Die sind von der Insel hier rübergekommen und wollen sich gleich einen Namen beweisen. Mit Wessner haben sie sich einen der größten. Eins, zwei, aber nur bis zwei. Jamie Hayter rettet ihre Tag-Team-Partnerin. Ja, sie sind gut eingespielt. Wenn jetzt der Countdown runtergezählt wird, dann sind Stühle erlaubt und Wessner hat den Stuhl in der Hand. Das hat sich natürlich Pollyanna komplett anders vorgestellt und der Stuhl fliegt einmal auf die Omme, wie wir im Norden sagen würden, von Pollyanna. Boom, gegen den Kopf, Nikki kommt rein, die ist sicherlich auch in ihrem Element, The Daredevil. Mit allen Wassern gewaschen, wenn es um solche harten Matches geht. Vorarm von Blue Nikita. Chop schön durchgezogen. Und sie kommt mit der Clothesline gegen Jamie. Ja, Pollyanna sofort angegriffen und rettet hier ihre Partnerin. Schüler erlaubt. Kendo-Sticks erlaubt. Ein Betteln, das man einfach nicht glauben kann. Ja, der Todeskuss wollte ich schon sagen, der sollte da folgen. Da haben wir ja schon einiges in der Richtung hier in Berlin gesehen. Aber Jamie Hayter und Pollyanna arbeiten da wirklich gut zusammen und haben jetzt Blue Nikita in ihrer eigenen Ringecke. Ja, die werden durchaus auch was für das European Tag Team Tournament, wenn man die so sieht, als effektives Tag Team. Ein Frauenteam oder zwei Frauenteams.
Ja, Westner nur für einen Abend zurück, ist natürlich klar, Westner, Blue Nikita. Achtung, Achtung, Jamie Hayter hat den Stuhl jetzt. Sie darf. Ja, sie darf. Sie darf ihn natürlich einsetzen, aber legt ihn jetzt in die Ringecke, beziehungsweise auch Blue Nikita, was rede ich da? Und Cannonball hinterher. Und Blue Nikita kassiert diesen Cannonball, unterstützt mit dem Klappstuhl. Pollyanna, die geborene Waliserin, die aber aus London, England angekündigt wird. Und jetzt wird sie ja sehr, also eine sehr intrigante Dame. Oh ja, sehr intrigant ist nett gesagt auf jeden Fall. Ich musste mein Vokabular erweitern. Sie versucht, Blue Nikita die Luft abzudrücken, versucht sie hier um das Bewusstsein zu bringen. Ja, vor allem ihre Gegner am Boden halten und hält Westner im Moment aus dem Match. Und gegen Blue Nikita war sie zumindest das eine oder andere Mal hier auch in Berlin schon im Ring. Und es scheint so, dass sie sich da, also gerade Pollyanna scheint sich hier äußerst wohl zu fühlen, auf ihre eigene Art und Weise. Schlag in den Rücken von Blue Nikita, kurzer Tritt hinterher. Sie packt sich Nikki bei den Haaren und slammt sie zu Boden. Ja, vor allem Blue Nikita muss wieder einiges einstecken, einiges kassieren und jetzt packen. Wie hieß das? Chat? Chat should get banged. Na, habe die Ehre. Oh, au! Mit den Knien drauf und dann noch doppelt Ballast. Stufe 3, Valandi. Die nächste K.O.-Stufe ist erreicht und es wird ein Tisch hereintransportiert, denn der wird ebenfalls jetzt erlaubt sein. Aber Closer, das Match kann natürlich jederzeit beendet werden, das müssen wir ja auch mal ganz klar sagen. Die Kontrahentinnen können sich die Gegenstände zum Vorteil einfach nutzen. Ist wie eine Art Zermürbungskrieg. Man hat Waffen, die man einsetzen kann, aber man muss da strategisch wirklich clever sein. Und die beiden Engländerinnen haben es im Moment durchaus clever gemacht. Außerdem haben sie den Vorteil, das müssen wir auch mal ansprechen, sie sind in der Ringecke, die näher am Entrance ist. Und die Gegenstände werden dort abgelegt. Also haben sie einen kürzeren Weg dahin. Das ist rein praktisch gesehen das Cover von Pollyanna, aber nur bis 2. Ein schöner Snap-Suplex von ihr. Wir sehen hier durchaus auch Wrestling-Aktionen. Aber ist natürlich klar, wenn es diese Waffen gibt, dann wird so ein Match auch immer wieder, ja, unschön. Aber die Zuschauer wollen es auch durchaus sehen. Pollyanna hat den Stuhl. Pollyanna lässt auf. Genau gegen den Kopf, auf den Kopf. Sie hat ein bisschen gezögert. Schau dir den Gesichtsausdruck von Pollyanna an. Als ob es, also so ein gespieltes Leid, das sie dort hat. Ich weiß es nicht. Diese Frau ist, jetzt ist ein bisschen Psycho. Ein bisschen. Sie bewundert Nikki auf der anderen Seite, will sie sie zerstören. Und das ist es sah so aus, es tut mir leid. Aber ich ziehe dir jetzt den Stuhl über den Kopf. Und dann sage ich, das haben wir mal. Nee, das ist es ist so ein bisschen wie die Drachenkönigin, was sie hier macht. Eieiei, der Whippin in die Ringecke und Jamie Hayter hatte gesagt, ja, hau sie doch hier in die Ringecke rein. Und genau das macht Jamie Hayter und sie nutzen jetzt natürlich aus, dass sie die ganzen Gegenstände bei sich in der Nähe haben. Skrupellos werfen sie die Stühle auf Blue Nikita. Ja, wirklich die Drachenkönigin, was da abläuft gerade, das gibt's ja nicht. Begraben unter den Stühlen ist jetzt Blue Nikita und Pollyanna und Jamie Hayter nutzen das aus und kosten das aus, dass sie die beiden Legenden dort am Boden haben. Cover jetzt von Pollyanna. Also die Frage, jetzt geht's wieder raus mit den Stühlen. Ich weiß nicht, was da die Strategie der Engländer ist. Was auch, ja, Moment, sie haben aber auch die Stühle wieder in ihre eigene Ringecke geschafft. Also diese Situation des Matches, diese Chaosstufen haben sie dominiert. Aber jetzt vielleicht, jetzt hat nun Nikita ihre Erfahrung ausspielen lassen. Die beiden Engländerinnen gegeneinander gerannt und Westner ist im Match. 4, 3, 2, 1, Falls Count, Techno, Tornado, alle vier im Ring erlaubt. Ah, nur bis 2, da
kann man ja teilweise wirklich den Überblick verlieren, aber es sind jetzt Tornado Rules, Texas Tornado Rules oder Berlin Tornado Rules, naja, wie man es auch nennen will. Alle vier sind erlaubt in dieser Chaosstufe, alle vier ohne Wechsel. Und die Sprache der Skrupellosigkeit, die spricht auch Wes Navalandi. Und jetzt sehen wir wieder, wieso sie so bekannt und groß geworden ist. Hier, zack, lässt die Pollyanna den Stuhl schmecken. Für ihre harte Gangart ist Wessler bekannt. Und die kann sie immer noch, auch ja, nach sechs Jahren Pause. Ich will es mal sagen, sie ist sie bekannt und sie ist sie bekannt weltweit. Sie ja. war vom PWI Nummer 33 der besten Female Wrestlers bewertet worden. Und das passiert nun auch nicht durch Zufall. Die Dame hat, ich glaube, jeden Ring auf diesem Kontinent von innen schon einmal gesehen. Nun, Nikita hat ja ordentlich gelitten, konnte dann den Tag mit Wessler schaffen. Jetzt ist es jetzt alle der vier Tornado-Style erlaubt im Ring. Es muss nicht mehr gewechselt werden. Das heißt, auch wenn nun Nikita nicht hätte wechseln können, Wessler hätte in den Ring reinkommen können ab diesem Punkt. Und jetzt natürlich auch die Engländerin beide dabei. Schlag mit der flachen Hand von nun Nikita. Ansatz zum Kryptonite Crunch gegen Pollyanna. Das Cover sofort hinterher. 1-2, aber Jamie Hayter rettet ihre Partnerin. Ja, das wird jetzt natürlich alles trickreicher, weil wirklich alle vier da sind. German Suplex von Jamie Hayter. Aber was vor allem auffällt, ist, dass Nikita und Wessler jetzt, wo die Regeln, sage ich mal, ganz komplett, je mehr die Regeln gelöst werden, desto mehr kommen Wessler und Nikita in dieses Match hinein. Das ist völlig richtig. Die Griechin hält sich hier ihre Arme. Sie hat oft Verletzungsprobleme mit den Armen gehabt. Und ja, so ein fieser German Suplex, der dann wirklich auf die Schulter auch noch geht, das macht das Ganze natürlich nicht besser. 17 Jahre Ringerfahrung, die zollen halt auch Tribut. Der Körper macht nicht alles mit und kann der Körper, kann der Schädel von Jamie Hayter diesen DDT auf den Stuhl mitmachen? Vielleicht nicht, aber Pollyanna kann eben ihre Partnerin hier aus dem entscheidenden Cover vielleicht befreien. Und wieder wild geht diese Drachenkönigin hier auf Wessler los. Sowohl der Double Footstop als auch diese ganzen Schläge und in den Nacken von Wessler. Sie schmeißt den Stuhl weg, sie will jetzt den Ring für ihre Aktionen haben. Whip gegen die Platte. Schafft es aber nicht. Ja, was heißt jetzt? Befördert sie erstmal, beziehungsweise legt Wessler auf die Tischplatte. Und was folgt jetzt von Pollyanna von dort oben? Der Double Footstomp, aber der Tisch bricht nicht. Die Platte bleibt zusammen. Umso verheerender natürlich das Ergebnis von diesem Double Footstomp. Und jetzt mit dem Hintern voran, Valandi. Ja, sie wollte es wissen. Brutal. Und jetzt wieder diese Reaktion von Pollyanna. Ein stoischer Blick ins Publikum. Ihr ist bewusst, was sie da gerade geleistet hat, aber durch diesen Blick, durch diesen verstörten Blick, da ist auch Ringrichter Davy kurz nach draußen gegangen, kurz die nächste Stufe, Falls Count Anywhere, jetzt sind die Damen nach draußen gekommen. Und denk an die Hüftverletzung von Wessler durch so eine Aktion, sie springt genau mit dem Hintern gegen die Hüfte, bricht damit den Tisch, bricht sie damit auch die Hüfte von Wessler, kann diese Verletzung mit dem auch jetzt auf, ja, sie gehen auf den Rücken mit ja. den Sticks. Sie gehen konsequent natürlich da auf Wessler. Aber Nikita vom obersten Seil kommt geflogen mit dem Summersault-Plunge auf alle. Auf alle und räumt alles und jeden ab, der da draußen steht. Die Fans stehen im Huxleys. Sie sind völlig begeistert von dem, was wir hier sehen. Unglaubliches Match. Das erste Mal. Achtung, Achtung, Cover, Cover, Cover. 1, 2. Aber nur bis 2. Lang bis 2. Das allererste Chaos City Match. Unglaublich, was wir hier sehen von diesen vier Damen. Nur bis 2 wieder. Nikita beweist jetzt von allen Vieren die Übersicht. Natürlich, sie hat ja auch wirklich alle abgeräumt, inklusive der eigenen Partnerin. Aber die beiden, Nikita und Wessler, du hast es gesagt, die standen sich so oft gegeneinander.
gegeneinander im Ring gegenüber. Ja, du, Nikita, weißt, dass auch Wesner eine Menge einstecken kann. Und die Frage ist, kann Jamie Hayter genug einstecken? Denn diese Schläge mit dem Kendo-Stick, die haben wir ordentlich gesessen. Außer Rand und Band. Valani, mich hat jemand vor der Veranstaltung gefragt, wie kannst du bei vier Frauen so ein Match ansetzen? Es ist nicht so, dass ich das Match ansetzen wollte. Die haben gebettelt um das Match. Und jetzt siehst du auch, wieso. Weil sie einfach zeigen wollen, wir sind die Besten. Pollyanna und Jamie Hayter haben gesagt, wir wollen zwei alte Hunde in den Ruhestand schicken. Genau das ist es. Sie wollen beweisen, dass eine neue Generation von Ladies Wrestling sich nicht anbahnt, sondern schon lange läuft. Und Pollyanna und Jamie Hayter wollen hier in Berlin, wenn nicht in Berlin, wo dann? Hier, wo Ladies Wrestling seine Tradition hat, wollen sie diesen Standpunkt klar machen. Wrestler blockiert Pollyanna und der Suplex nach draußen. Und die letzte Chaosstufe ist in diesem Augenblick erreicht. Chaos City Rules. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Das Match steigert sich unbarmherzig. Solche Aktionen draußen, es wird nicht mehr angezählt. Es wird gar nichts gemacht hier. Alles kann hier durchgehen. Sind gelöst. Sagen wir es so. Lass die Leinen los und Wesner weiß jetzt natürlich auch, dass alles folgen kann. Pollyanna versucht sich zu schützen in irgendeiner Form. Sie scheint da umzingelt zu sein, aber Wesner dreht sich ab von Pollyanna und Blue Nikita geht auf Pollyanna. Währenddessen kümmert sich Wesner um Jamie Hayter. Der Pollyanna versucht sich zu verstecken. Aber Wesner hat den Candlestick. Da ist Nikita und Wesner. Und hier hat den Candlestick. Mit Verstecken ist hier nichts mehr, Valandi. Ei, sie hat sogar beide. Und jetzt wird zurückgezahlt. Und zwar doppelt und dreifach gegen Pollyanna. Diese beiden Damen, so hat es ursprünglich mal angefangen. Nach einem Match von Pollyanna gegen Blue Nikita hat sie gesagt, dass sie ihr Vorbild sei. Aber sie ist hierher gekommen, um sich den Titel zu holen, um ein Statement zu setzen. Und das will sie hier und heute endgültig setzen. Aber Blue Nikita wehrt sich natürlich. Jawbreaker von Pollyanna kann sich Nikita vom Leib halten, aber da kommt der Dropkick. Hesitation Dropkick aus dem Nichts heraus. Die beiden anderen sind in Richtung der Bühne. Man weiß gar nicht, worauf man sich hier konzentrieren soll, Valandi. Wir haben einen zweiten. Nee, wir haben keinen zweiten Ringrichter hier. Wir haben hier Chaos. Ja, Chaos. Ich glaube, Chaos. Und ein Durchschlag. Pollyanna schlägt voll auf los. Und noch ein auf den Kopf. Und Nikita fällt durch den Tisch hindurch. Der Tisch entzweit. Pollyanna wieder in ein. Dieses diabolische Grinsen der Drachenkönigin Pollyanna. Ich glaube, Wesner hat Jamie. Aber da sieht's vor. Durch einen Tisch auf der Bühne. Deathwell. Valley Driver, ihr Finisher, ihr Parade-Manöver. Pollyanna stirbt nachher. Cover. Das Match ist vorbei. Das Match ist vorbei. Wesner. Wesner hat das Match gegen Jamie Hayter entschieden. Ein unglaubliches Chaos City Match zum ersten Mal. Also normalerweise sagen wir, was für ein chaotisches Match. Ich glaube, hier passt es ziemlich eindeutig. Wesner ist für ein Match zurückgekommen. Und sie hat in diesem einen Match bewiesen, dass sie eines auf jeden Fall drauf hat. Nämlich hart einstecken und hart austeilen kann. Die Legende des Ladies Wrestling wird gestützt von der Security. Sie humpelt, sie kann kaum noch laufen, aber sie wird glücklich sein, dass sie noch einmal
dieses Abschiedsmatch hier haben konnte. Alle Zuschauer sind auf den Beinen, feiern hier. Da sehen wir Jamie Hayter und Pollyanna. Sie klammern sich aneinander. So haben sie sich das nicht vorgestellt. Die Legenden haben sich hier durchgesetzt. Von Pollyanna und Jamie Hayter aufzugreifen. Diese beiden alten Hunde beißen immer noch und sie haben gerade ordentlich in den Arsch gebissen. White Trash, Hijacker, mein Gang, mein Fame, mein Cash. Böse und hart, verpasst ihr Ärger an einen Uppercut. Er fliegt jetzt durch den Ring, European Uppercut. Ich seh dich quatschen und quatschen, doch was passiert, du kriegst Klatschen. Wenn ich die Mafia cash, machst du nie wieder Faxen. Ich bin ein Bösewicht, krimineller Außenseiter. Du willst ein Broad, ja dann geht es eben draußen weiter. CME, Mr. Uppercut, das heißt Action. Guck, VIP wird im Ring den Moneymaker flash. Du besuchst unsere Show, greifst uns hinter vor sich an. Willst du kämpfen wie ein Mann, dann komm und zeig, was du kannst. Ihr habt keine Chance gegen die Mafia. Keine Chance. Unangreifbar und unantastbar. Die Mafia. Immer auf dem Weg und mach mal Platz da. Erstmal die Kerker klatscht gegen Quatscher. Ihr habt keine Chance gegen die Mafia. Keine Chance. Unangreifbar und unantastbar. Die Mafia. Immer auf dem Weg und mach mal Platz da. Erstmal die Kerker klatscht gegen Quatscher. Knockout! Und der Sacker liegt am Boden. Er kann holt sich den Sieg und kommt damit weiter nach oben. Was? Wer war der Penner von letzten? Achso, VIP, dich wird die Mafia zerfetzen. Wir sind böse und hart, du hast einen Fehler gemacht. Er kann Besuch dich in Nürnberg und dann gute Nacht, wenn wir kommen, machst du Wichser verkackt. Es gibt Tritte für den Trunk und der landet dann im Trunk. Ihr habt keine Chance gegen die Mafia. Nein. Unangreifbar und unantastbar. Geh uns aus dem Weg und mach mal Platz da. Denn Cash Money, er kann klatscht jeden Quatscher. Ihr habt keine Chance gegen die Mafia. Keine Chance. Unangreifbar und unantastbar. Die Mafia. Geh mal auf den Weg und mach mal Platz da. Cash Money, er kann klatscht jeden Quatscher. Ihr habt keine Chance gegen die Mafia. Keine Chance. Unangreifbar und unantastbar. Die Mafia. Geh mal auf den Weg und mach mal Platz da. Cash Money, er kann klatscht jeden Quatscher. We'll be right back.
Main-Event bei GWF Chaos City 2016. Vicious Impact Power, VIP, der Mann hat ordentlich für Aufsehen gesorgt hier bei der German Wrestling Federation von dem ersten Tag an, an dem er hier im Publikum saß, um sich eine Veranstaltung anzusehen. Und von diesem Weg als Zuschauer hat er es bis in das Hauptmatch geschafft, aber wie? Er hat sich hochgeklärt, in den Rücken geschlagen. Er kam gereizt bis aufs allerletzte. Aber jetzt ist die Zeit der Abrechnung da. Jetzt ist die Zeit der Abrechnung da. Und hier kommt die Mafia. Zuschauer hält es kaum auf ihren Plätzen. Es ist Main Event Time in Huxley's. Main Event bei Chaos City. Das Match, auf das alle so lange gewartet haben. Erkan gegen VIP. Ja, die Stimmung, ich glaube, das ist so ein sehr inflationär benutzter Begriff, kocht. Und ich glaube, das hat man beim Auftritt von Cash Money Erkan gesehen. Er hat ein paar Mafia-Familienmitglieder, denke ich, auch noch zusätzlich hier im Publikum in der ersten Reihe. Und die sorgen dafür, dass hier wirklich eine aufgeheizte Stimmung, wie so einen kleinen Hexenkessel hier im Huxley's, erzeugen wollen. Und in dieser Stimmung fühlt sich Cash Money Erkan am wohlsten. Ja, also die Mafia, ja, wir sehen die Mafia-Caps bei den Leuten. Die Fans sind Teil von Erkans Mafia mittlerweile und sie wollen VIP bluten. Überhaupt kein Lockup, sondern jetzt mit Schlägen geht es los. VIP mit dem Faustschlägen, aber Erkan immer wieder mit seinen Uppercuts. Whippen in die Ringecke und dann geht es mit dem Uppercut, mit dem Running Uppercut hinterher. Jetzt bekommt er endlich das, was er verdient hier. Wieder der Uppercut. VIP hat den Vater mit in diese Auseinandersetzung gezogen bei seinem allerersten Auftritt. Er hat Erkan immer wieder Matches gekostet. Er hat ihn angegriffen, als er gar nicht in der Halle sein durfte. Vergangenen Monat bei der Veranstaltung durfte Cash Money Erkan aufgrund eines richterlichen Erlasses nicht in die Halle hinein. Und da sollte schon der Mafia-Kick kommen, aber VIP reißt Erkan von den Beinen. Buhrufe, also, damit wird diskutiert. Ja, mich hat er auch reingezogen in diese ganze Geschichte. Also jeden, den er in die Finger bekommen hat. Also kurze Erklärung, bei Global Warning am ersten Tag durfte Erkan nicht in die Halle, weil VIP das Titelmatch gegen Crazy Mike hatte und der Tiefschlag. Tiefschlag von VIP, ein offensichtlicher Tieftritt. Und, liebe Zuschauer, dies ist kein Street Fight. Nee. Dies ist kein No Holds Barred. Dies sind nicht Chaos Rules. Dies ist ein ganz normales Match und VIP, das ist völlig nicht, das ist nicht normal, das ist ein Kampf und nichts anderes.
Faustschläge gegen Cash Money Erkan. Auch diese nicht erlaubt, die Faustschläge. Ja, aber zwischen den beiden ist hier eine ganze Menge böses Blut. Guck mal, Valandi, er schlägt hier einfach mit der Faust zu. Ringrichter Rolli ist jemand, der bei Faustschlägen gerne mal, ja die Faust gerade sein lässt. Ja, aber er muss hier für eine ganze Menge Fingerspitzengefühl auch, nicht sorgen, sondern Fingerspitzengefühl auch zeigen, damit dieses Match nicht frühzeitig beendet wird. Denn wir wollen auch, dass diese Auseinandersetzung irgendwann mal vorbei ist. Und wenn nicht im Ring, wo dann? Erkan hämmert hier VIP auf den Apron. Der kippt K.O. zu Boden. Und vor allem, die Fans feiern ihn dafür. Vor dem Block, der Cash Money Erkan gerade umarmt hat, die ihn umkreist haben, die mit ihm diesen Auftritt zelebriert haben. Also Erkan weiß auch, wo er diese Aktion da draußen anbringt. Ja, da hat er eine Menge Fans, die hinter ihm stehen. Wir sehen auch die Kids mit den Mafia-Mützen. Ich weiß nicht, ob Erkan das beste Vorbild ist aller Zeiten, aber die Leute lieben ihn und er genießt diese Energie. Egal, ob sie ihn hassen oder lieben, es ist einfach egal für ihn. Er fährt die Energie. Was man aber sieht, ist, dass wirklich auch Erkan hat auch einem Crazy Sexy Mike den Rücken halt freigehalten gegen VIP. Also, da sind auch Tendenzen gesehen. Er hat einen Ehrenkodex und diesen Ehrenkodex, den zeigt er eben gegen einen Mann wie VIP. Ah, ein Suplex da draußen natürlich. Der tut ihm natürlich selber weh. Aber er verteidigt diesen Ehrenkodex gegen Leute, die seiner Ansicht nach von außerhalb hier hereinmarschieren. Ja, VIP. Letztes Jahr aus dem Nichts herausgekommen. Findest du aus dem Nichts? Ja, ist er nicht ganz unbekannt. Nee, er ist nicht ganz unbekannt. Aber er kam ja einfach als Zuschauer in die Halle herein, ist dann, hat sich angefangen mit Erkan zu prügeln. Ich meine, das hat ja niemand auf dem Schirm. Und er war fast 12 Monate aus dem Wrestling raus, hatte eine Verletzung, ist wieder zurückgekommen. Er hatte eine schwere Bandscheibenverletzung. Eigentlich hieß es, dass er, also für ihn, dass er nicht weitermachen kann. Aber er ist zurück, rücksichtslos, wie er schon vorher war, als wir ihn im Süden Deutschlands gesehen haben. Und vor allem auch jetzt außerhalb des Ringes. Da wird ordentlich ausgeteilt, vor allem von beiden Männern. Und er kann immer wieder mit den Uppercuts. Keine Gnade von Mr. Uppercut. Es geht jetzt in Richtung Merchandise-Table. Es gibt hier natürlich einen Countout. Ja, aber wie gesagt, Ringrichter Ronny hat das clever gemacht eigentlich in der Situation. Was soll er hier ein Match beenden durch Aussehen? Das ist doch Mumpitz. Die sollen einfach gegeneinander kämpfen und lass sie kämpfen und lass sie sich da draußen austoben, damit sie irgendwann mal auch so ein bisschen ihre Emotionen ausleben können. Ja, ist natürlich auch ganz klar, in einem solchen Match, dass der Ringrichter da ein Gefühl für beweisen genau, muss. Genau, es darf nur nicht diesen einen Schritt zu weit gehen. Oh, und VIP jetzt in den Rücken wieder. Das ist seine Spezialität. Der Schlag in den Nacken. Ja, also Erkan hat hier schon ein bisschen viel jetzt vor seinen Leuten da gejubelt. Und auch auffällig, VIP immer wieder mit den Faustschlägen jetzt der Headbutt hinterher, während Erkan immer wieder den Uppercut zeigt. Valani, du siehst es im Hintergrund. GWF-Vizepräsident Ahmed Scher ist beim Ringrichter, ist bei Ronny. Und ich kann dir auch ganz genau sagen, er spricht mit Sicherheit mit ihm, dass er will, dass hier ein bisschen Ordnung die beiden gelassen werden. Es ist Main Event. Es ist Ordnung in Chaos City. Die Hauptstadt versinkt im Chaos und ich glaube, dieses Match wird diesen Titel auch mehr denn je gewinnen. Highchecker auf den Apron. Faustschlag gegen Highchecker vom VIP. Erkan, jetzt ist er wütend. Und der nächste Tiefschlag vom VIP und da rollt hinein. Das kann der Sieg sein. 1, 2. Ah, nur bis 2. Oh ja, kommt er gerade noch raus. Erkan hält da wirklich eine Menge aus. Das war das zweite Mal. Und ein Tiefschlag ist nun nicht irgendwas. Da gibt es nichts. Keine Muskulatur, das ist gar nichts. Das ist einfach nur die weicheste Stelle, an der man einen anderen Athleten die Verhöhnung. Moneymaker Kick.
lässt sie auf Erkan fallen. Aber der kommt auch raus. VIP stiehlt hier die Paradeaktion von Cash Money Erkan. Er will natürlich Cash Money Erkan dadurch verhöhnen. Vor seinen Fans, vor seinem Publikum, in seiner Halle, in seiner Liga. Wobei er selber gesagt hat, VIP, er ist jetzt Teil der GWF, ob es ihm gefällt oder nicht. Aber er weiß natürlich, er wird als Außenseiter hier von Erkan, als einer, der von außen kommt, bezeichnet. Ansatz zu diesem Uranage, den er auch schon gegen VIP-Status nennt er den Move. Und jetzt zieht Erkan ihn durch. Cover von Erkan 1-2, aber nur bis 2. Und was ein vehementes Kickout von VIP. Ja, ist natürlich verhöhnend. Die beiden klauen die Moves der Gegner. Weil Andi, dies ist kein Wrestling-Match. Dies ist eine Schlägerei. Aber ihre effektivsten Aktionen, die bringen sie natürlich. Das Match hat jetzt nicht, sagen wir mal, den strategisch schönsten Aufbau. Da heißt es einfach nur, den anderen eine auf den Dötz hauen. Und nicht anders. Und dann die großen Aktionen. So einfach läuft das einfach ab. Erkan läuft immer wieder in die Aktionen von VIP. Erst den Ellbogen ausgekontert, dann der Tritt und das dauert zu lange von VIP abgefangen. Cash Money Erkan mit dem Enzugiri. Der höchste Enzugiri im deutschen Wrestling. Und jetzt könnte es den höchstmöglichen Fall im Wrestling geben. Wir wissen, Erkan holt gern seine Gegner auf sowas rein. Und dann seine 2 Meter und dann auf den Boden. Superplex von Cash Money Erkan gegen VIP. Er geht volles Risiko, er nimmt keine Rücksicht auf sich und auf seinen Gegner erst recht nicht. Und die zählt beide an, ist jetzt bei 3. Es kann natürlich hier auch ein Draw geben, so wie die beiden sich gerade nicht schenken können. Ich glaube, auch ein Unentschieden vorstellen. Hier geht es so weit, bis keiner mehr von beiden stehen kann. Sie reizen sich bis aufs Blut, klauen die Moves des anderen. Dann dieser Cheap Shot vom VIP. Das ist ein Psychokrieg. Das ist ein Psychokrieg, nichts anderes. Cover von Cash Money Erkan aber nur bis 2. Dann die dauernden Faustschläge von VIP. Erkan natürlich auch darauf reagiert. Beide schnaufen jetzt aber durch. Die sind wirklich ein ziemlich intensives Tempo gegangen. Eine intensive Matchführung von beiden. Das ist eine wilde Rauferei gewesen. Dann haben sie ihre großen Aktionen gebracht. Da teilt man nicht nur ordentlich aus, sondern muss eine Menge Kraft aufbringen. Und selbst auf den Knien schlagen sie sich gegenseitig noch immer auf den Kopf. Ja, das ist okay jetzt hier. Das sind die offenen Hände, wie man so schön sagt. Immer wieder die Uppercuts aber von Cash Money Erkan. Ja, Mr. Uppercut will seinem Uppercut gerecht werden. Und dann der Schlag gegen VIP. Und VIP fliegt dann nach draußen über das oberste Seil. Aber Ronny ermahnt Erkan da. Da war es wirklich dann die harte Rechte zum Abschluss. Und, also es ist wirklich jetzt, ne? Wie weit wird der Ringrichter sich das anschauen? Ja, nicht nur das, wie weit werden die beiden überhaupt noch gehen? Ne? Also im Moment ist es so, dass sie auf des Messers Schneide tanzen bei so einer Matchführung. Aber wer kann hier den entscheidenden Schlag ansetzen oder den einen Schritt eben zu weit gehen? VIP kommt zurück in den Ring. Ja, das ganze Lametta vom Westner klebt ihn noch am Rücken. Der Moneymaker. Gnadenlos durchgezogen in der Ringecke. Das heißt, der konnte ja nicht mehr nachgeben. Sackt zusammen. Erkan schaut ihn sich an. Wird dem jetzt den Gnadenstoß geben, um dieses Match für sich zu entscheiden. Es sieht so aus. Dropkick in die Ringecke hinterher, VIP liegt jetzt leblos da, kann er ihn besiegen, war es das, 1, 2, nein! Er kann VIP immer noch nicht besiegen. VIP beweist Nehmerqualitäten, Vicious Impact Power, also seine Angriffsstärke ist seine größte Stärke, aber er kann auch einstecken. Erkan, was ist er noch bereit zu geben in diesem Match? Oh! Zahlt zurück, tritt genau in die 12 einfach. Das ist die Disqualifikation. Erkan, was ist denn nicht gefahren? Highchecker sagt es. Das ist die Entscheidung vom Ringrichter. Disqualifikation. Erkan, der verdammte Hitzkopf. Wie konnte ihn
die Sicherungen durchgebrannt. Da sind die Sicherungen bei Erkan durchgebrannt. Und Erkan hat sich das jetzt realisiert, er ist richtig. Er hat sich das Match gekostet. Das war dumm, Valandi. Das war wirklich dumm für ihn. Das darf nicht passieren. Und der Moneymaker noch hinterher. Der Sieger kriegt noch einen Tritt in die Fresse hinterher. Da gab es vielleicht einfach zu viele Schläge gegen den Kopf an diesem Abend. Erkan ist völlig außer Rand und Band. Ja. Die Zuschauer ebenfalls. Valandi, ich glaube, hier ist das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Aber das Match ist tatsächlich zu Ende. Das Match ist vorbei. Der Hexenkessel erkocht. Die Hauptstadt ist im Chaos versunken. Wer wird dieses Chaos aufräumen? Wir müssen dieses Chaos aufräumen, denn es geht weiter. Am 2. April im Huxleys Neue Welt steht die nächste Veranstaltung der German Wrestling Federation an. European Tag Team Tournament. So sieht es aus. Und bis dahin sehen wir euch wieder. Alle Veranstaltungen natürlich hier auf Vimeo zu sehen. Informationen, Tickets auf gwf-wrestling.com. Eventcheck auf YouTube. Ja, ich glaube, mehr kann man nicht sagen. Lass erstmal diesen chaotischen Abend gerade rücken, das Chaos sortieren. Das war's von uns. Mein Name ist Valandi Zanti. Ingo Vollenberg. Wir hören uns spätestens nächsten Monat oder sehen uns ringside. Bis dann.